Holy shit, so viele hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr vor Stream-Start. Herzlich willkommen, danke auch für 300 Likes vor Beginn. Und an dem lieben Boy, der 50 Münzen donated hat, da geht ein riesen Kuss raus. Ich wollte mich bei dir und der Community für die tollen Jahre bedanken. Ihr habt mir bei guten und schlechten Zeiten geholfen. Ich wollte fragen, ob du mal eine Mark HDS 4K LP machen kannst. Erstmal, das freut mich sehr. Mark HDS 4K habe ich mal überlegt, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Deswegen kann ich dir dazu jetzt auch nichts Näheres sagen, außer möglich. Und wir starten jetzt mit Poppy Playtime Kapitel 3 Tiefschlaf. Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Vor allem auch einen neuen Gegner namens Catnap. Ja, das dritte Kapitel ist das aktuelle, das kam vor ungefähr 2 Wochen raus. Sehr viele feiern es, es gibt aber auch nicht wenige, die sagen, oh, das ist sehr, sehr frustrierend, sehr, sehr schwer. Ich denke mal, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen und wir finden das jetzt raus. Los. What's the time? Playtime! S-M-I-R-E, every day! When you are down and out, don't be confounded, pal. The smiling players hear the song. S-M-I-R-E, every day! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! 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 Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line, his image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Es wird immer schlimmer. Die armen Kinder. Und wie riesig ist Catnap bitte? Sagen auch sehr, sehr viele, das hier ist das gruseligste Kapitel. Oh mein Gott. Ach, wartet, er hat mich da jetzt runtergeschmissen? Oh. What? Was passiert hier? Ach, das... Shit, das ist eine Presse. Das ist eine Müllpresse oder so.
Digga, was ist das denn für ein Beginn? Wie komme ich denn hier weiter? Holy! DT Södli, danke dir für 10 Münzen vor Streamstart. Kuss. Aber warte, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Fliegender Start hier. Catnap hat mich gefunden, ja. Aber die Frage ist, wieso hat er mich nicht gekillt? Sehr laut hier, aber ich hoffe, ihr könnt mir alles verstehen. Ich habe das nämlich jetzt auch so eingestellt, dass es so ein bisschen automatisch reguliert wird. Ist man da runter oder was? Ne, eigentlich müssen wir doch wieder rauf, weil er hat mich doch hier runtergeschmissen. Gibt es irgendwo einen Weg nach draußen? Oder einen Vent? Ist ja echt strange. Und man kann hier schon irgendwie drauf, oder? Die Dinger da. Ja, dann denke ich mal, geht's oben irgendwo. Ach, hier, oder was? Nee, Quatsch, von da sind wir gekommen. Ah, da, ich hab's gesehen, okay. Lost Lian und Semtris, danke euch beiden für die Mitgliedschaften. Schnell. Ah, shit. Okay, aber ich glaube, wir können bei dem vorletzten auch nochmal kurz stoppen. Da wird man nicht zerquetscht, oder? Hier. Der fährt ja runter. Ja, okay, hier ist man sicher. Genau. Und es gibt wieder deutsche Untertitel. Da hat sich bei Kapitel 2 auch jemand gemeldet, der wohl bei der Vertonung der deutschen Version von Kapitel 2 dabei war. Also da gab es irgendwelche Komplikationen und das Übersetzungsteam wurde gefeuert, warum auch immer. Angeblich werden dann die Untertitel davon noch nachgereicht von irgendjemand anderem. Aber das dauert noch. Also ganz, ganz kurioses Ding mal wieder. Junge, hier sind überall Kratzspuren und Blut. Was ist das? Guckt euch das mal an hier. Und diverse Spielzeuge hängen ganz, ganz furchtbar gefoltert in der Luft. Oh boy. Ich hab jetzt schon Angst, Alter. Und wir sind erst am Start. Man muss auch sagen, das wird das längste Kapitel sein. Ungefähr 3 Stunden angeblich. Ach, da geht's rein. Also wir dürfen uns auf eine Menge crazy shit gefasst machen. Ich glaube, er ist ganz in der Nähe. Kann es sein, dass er mit uns spielen will? So ein Katz-und-Maus-Spiel, deswegen versucht er mich zu wählen. Oh, das wird jetzt angezeigt, wenn man einen Checkpoint erreicht hat. Das ist gut. Ja, das Kapitel ist sehr lang. Ich versuch's heute komplett durchzuspielen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie es läuft, ne? Also wenn ich jetzt hier 1000 Mal sterbe und dann irgendwann kotze, dann sieht's schlecht aus. Da ist schon der erste Tod. Ja, aber Bruder, wie knapp war denn das bemessen hier? Ich fand jetzt nicht, dass ich da schlecht gesprungen bin. Aber ähnlich wie bei den Fluchtsequenzen hast du scheinbar überhaupt gar keinen Spielraum. Das finde ich schade. Das hat mich bei Kapitel 2 ehrlich gesagt auch sehr geärgert. Ja, guck mal, das ist jetzt schon wieder hochgefahren. Das war wieder sehr knapp. Und da war er gerade. Ich habe seinen Schwanz gesehen und seinen Fuß. Er beobachtet uns also. Ja, ich hoffe, Digga, also wirklich, ich hoffe, dass sie das jetzt nicht durchziehen mit den knappen Time Limits. Das ist wirklich unnötig. Kann ich überhaupt so weit greifen? Ja? Hä? Also, man soll sich da nicht rüberschwingen. What the? Was ist das überhaupt für ein komisches Gas? Es fängt ja schon mal sehr gut an, du. Komm. Zieh durch. Ja, okay. Da ist er. Jetzt sieht man ihn wenigstens nochmal. Der ist wirklich riesig, Alter. Kann ich mich zu mir herziehen? Ach so. Ey! Was soll der Shit?
Okay, also gedrückt halten, Anlauf und auch da. Ja, komm. In Kapitel 2 musste man die ganze Zeit schwingen. Deswegen dachte ich, das ist jetzt immer noch so. Aber irgendwie nicht. Kommen also wieder neue Mechaniken zum Einsatz. Alles klar. Schon 2 Tode. Ey, also... Ich glaube den Leuten, wenn alle sagen, das ist so schwer und leider auch ab und zu ein bisschen frustrierend, ich denke, dass wir auch 20 Tode heute knacken werden. Ist man da runter? Ah, hier. Oh boy, das erste Tape. Oh, wie süß ist das denn? Na gut, das ist eher nicht so süß. Aber ich will auch so ein Sofa. Okay, jetzt ziehen wir uns das mal rein. Alright, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily not. All the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know. But this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Alter. Geht das jetzt noch die ganze Zeit so schrecklich weiter? Die armen Kinder, was für heftige Albträume. Was ist dieser Catnap? Das rote Gas ist von Catnap und ist sein Schlafgas. Shit, warum hat sie eine Gasmaske auf? Ja, damit sie das wahrscheinlich nicht einatmet. So ein Ding bräuchten wir auch. Boah, das wird echt noch übel hier, glaube ich. Eine Batterie. Mastermoi! Danke für die Mitgliedschaft. Und Mo, Kuss. Mr. Noodle, Dario Vujica, ich begrüße euch beide. Bayassen, danke für eine Münze Support. Schön, dass du da bist und... Was war das denn, Bug? Schön, dass ihr alle da seid, wollte ich noch sagen. Wird noch viel heftiger? Nein, oder? Oh, eine Sache habe ich aus den Kommentaren von Kapitel 2. Die Dinger, die soll man wirklich so lange drücken, bis nichts Neues mehr kommt. Okay, dann tue ich das. Hey, I remember you. War nie hier und ich werde auch nie wieder kommen. An elephant always remembers. Want to know what I remember about you? An Betrug? Ja, du hast mein Mario Maker 2 Let's Play gesehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Gut. Hä? Was ist das jetzt? Warte mal, wo? Wo ist dieses Telefon? Da? Wer ist das? Hey, can you hear me? Ach, Poppy. Check the
Moment, das ist nicht Poppy. Wer ist das? Ein Kind? Ein überlebendes Kind? ETF? Wow! Did you do that? Nee, das war Poppy. Ich hoffe, das ist keine Falle, aber der Typ klingt eigentlich ganz lieb. Nur, will ich wirklich in Catnaps Kirche eintreten? Ich denke nicht. Nur, ich befürchte, ich muss. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Jesus Christ. Van, danke dir auch für die Mitgliedschaft. Und Verzauberter Apfel fragt, bist du hyped auf Little Nightmares 3? Ja, habe ich schon auf jeden Fall Bock drauf. Kommt das dieses Jahr? Ich glaube schon, ne? Doch. Also wenn ihr Little Nightmares kennt, ich hoffe ihr kennt es, das ist auch sehr sehr geil und auch ein Horror-Game, dann schaut euch gerne den ersten und zweiten Teil bei mir an und seid beim dritten dabei, der wird auch bestimmt super. Sehr sehr viele Screens sind nie gut. Gibt's hier auch nochmal ein Tape oder ist das nur Deko? Ich gucke genauso wie beim zweiten Kapitel nur ab und zu in den Chat, weil ich es möglichst blind spielen will. Wenn ich dann irgendwann frustriert sein sollte, dann könnt ihr mir... Ah! Ihr dürft mir helfen. Nein, Spaß. Aber da kommt wohl wieder ein neues Kabelrätsel auf uns zu mit einem neuen Element. Was zur Hölle ist das? Richte den Strahl auf die Stromzufuhr, während die Stromquelle von uns berührt wird und schieß. Hä? Was? Ach, warte mal. Oh, ja. Oh, okay. Moment. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Oder? Ja. Okay, das ist eigentlich cool, aber ich habe das Gefühl, das wird noch sehr, sehr, sehr kompliziert. Gute Werbung. Gute Grafik auch. Also dieses RTX Lightning hier ist schon sau nice. Ach, jetzt kommen wir hier rein. Ich hab nichts verpasst, oder? Hey, I'm Chicken Chicken. Wanna go outside and hang out? Nee, mit dir nicht. Mit den Leuten im Chat. Ich glaube, die sind netter. Stimmt gar nicht. Es ist dunkel und es hat viel geregnet heute. Das hat sicher seine Gründe. Same. Ey, wenn das jetzt jedes Mal so ist, dann können die mich mal am Arsch. Boah. Genau. Das war der Grund, warum das mir in die Kommentare geschrieben wurde. Ihr seid doch nicht nett. Ich wusste es. So, aber habe ich irgendein VHS-Tape vergessen? Nee.
Es gibt hier nur Notizen und Kassettenrekorder. Also die VHS-Dinger. Okay. Moment, dann waren diese goldenen Statuen, die man sammeln konnte, Kapitel 2 exklusiv? Hä? Wieso denn das? Joy. Na, ob wir hier Joy empfinden werden, das wage ich zu bezweifeln. Wie geht das auf? Muss man das gleichzeitig aktivieren? Hä? Ja, wahrscheinlich muss man das gleichzeitig machen. Okay. Oh, da ist sogar ein Schulranzen. Habt ihr den gesehen? Warte mal, es lädt? Wie jetzt? Also da unten rechts stand Laden hinter mir. Das ist ein Schulranzen. Das gefällt Hallo. Mir gar nicht. Mein Name ist Elliot Ludwig. Wenn du auf die Welt heute schaust, was eine Sache BTF? A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... PlayCare! Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Was? Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May PlayCare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Digga, die haben ja einfach ein Disneyland mit einem Waisenhaus und so. Das gab mir auch gerade richtige Bioshocks und Half-Life-Vibes. It's me again, Ollie. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of PlayCare. I can give you a key down there. Okay. Alter, ist das krass. Und wir kommen in diese verschiedenen Bereiche dann rein und das ist das ganze dritte Kapitel? Dann ist das ja wirklich unfassbar lang. Boah, das sieht auch richtig geil aus. Also als Kind hätte ich mich hier schon wohlgefühlt, aber ich habe das Gefühl leider, dass da auch Dinge geschehen sind, die nicht viel mit Spaß zu tun haben. So, wir sollen die Treppen runter, hieß es, ne? Wo denn? Bei der Statue, oder nicht? Ist aber alles zu. Als ob man das mit der Hand machen muss und dann auch noch so genau.
Ah. Wofür ist das jetzt? You got the key. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt gerade. Aber wir finden den Weg sicherlich. E drücken? Nee, es ging tatsächlich erst, als ich die Hand benutzt habe, komischerweise. Also wo nochmal? Hier? Ach, die Tür daneben, oder was? Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ben, danke für die Mitgliedschaft. Ja, hier. Okay. Das mit den Ladezonen ist aber ganz gut. Das sichert halt die aktuellen Bereiche, dass die einigermaßen stabil laufen und so, ne? Passi, danke für 5 Münzen. Hype, Bock, Angriff, jeder deinen Streams eine Legende. Kuss geht raus. An dich auch, danke fürs Reinschalten. Oh nein, noch mehr Kratzspuren. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil plague care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Musik folgen sollte. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal Strom hier. Das ist gar nicht gut. Und eine Batterie. Eine Batterie ist auch noch vonnöten. Vielleicht finden wir hier was. Oh nein. Was ist das? Ist das sein Magen? Das irritiert mich. Aber ich glaube, es ist sein Magen. Der hat Hunger. Ja, uns wird er aber nicht fressen. Garantiert nicht! Was war das denn? Alter. What the fuck? Oh! Hier ist wohl wieder ein Tape. Und hier ist auch die Batterie, die ich suche. Warte mal. Erstmal... zum Tape. Ist doch eins, oder? Doch, ich habe das Gefühl, man kann hier durch den Vent kommen. Aber wo ist der Eingang? Kann man sich irgendwo raufziehen? Also ihr dürft einmal helfen. Ich glaube schon, dass da... Ja, das ist doch ein Rekorder und hier unten ist der Fernseher. Also muss man da irgendwie hochkommen können. Definitiv. Das ist für nachher. Kein Tape? Was? Das ist doch eindeutig ein Rekorder da. Das
Es kommt ja spät. Oh, ja, okay, okay. Gut. Es kommt am Ende. Well. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Noch mehr von diesen Rätseln, aber es war klar. Das war klar. Hier ist aber ein Tape. Aha. Was? Grabpack 2.0 erweiterte Kabellänge? Hände wechseln. Prototyp hat Luftdüsen. Um lange Stürze zu vermeiden. Warte mal, hat das jetzt literally einen Jetpack? Was? Gib her. Ach so, damit kann ich mich wegschleudern? Oder wie bitte? Wie geht es? Und warum liegt da ein Huggy-Wuggy-Kopf? Hä, wie geht das? Ach so, auf so vorgefertigten Plattformen. Alles klar. Noch mehr Blut. Das ist nicht gut. Lemon, danke dir für eine Mütze. Willst du noch Project Playtime spielen, fragt MD. Ja, ich weiß, das ist so eine Art Multiplayer-Ding, ne, wo man die Monster spielt. Ich habe mich aber noch nicht genau darüber informiert. Allerdings, du kennst mich, Multiplayer eher unwahrscheinlich. Okay, krass. Oh. Das ist jetzt nicht mehr Red Smoke, das ist Red Water. Sicherlich kein Wein. Oh gosh. Die Düsen sind nur für den Fall-Damage. Achso, also ich kann die auch nicht kontrollieren. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir ein klein wenig fliegen können. Aber nein. Warte mal, schafft man den Sprung überhaupt? Das war ja da schon sauknapp. Hä, niemals. Soll das gehen? Ah, warte mal. Oh. Oha. Was? Ach so, halt. Ah, das ist cool, das Rätsel. Ja, gerne sowas. Das fühle ich. Das nicht. Das kann dauern. Christian Boss, danke dir für eine Münze. Und Juli HD für 2. Wünsche dir viel Spaß beim Erschrecken. Dankeschön. Bis jetzt ist es ganz gut. Aber wir sind auch noch am Anfang. Noch ein gekillter Huggy-Wuggy. Das ist die 1. Also wir müssen... Achso, Moment, Moment. Da ist ein Loch. Das ist das Ziel.
Jetzt ist Großhirnzeit, Tommy. Ja, ich merke schon. Aber warte, warte. Ich glaube, so schwer ist es gar nicht. Haben wir es nicht sogar schon geschafft? Moment. Nee, wobei. Ach, ich mach einfach mal. Nee. Aber... jetzt. Ja, ist ja voll einfach. Anscheinend bin ich Naturtalent. Oh. Das war noch nicht alles. Ich dachte, dass sich die Tür öffnet, aber nee. Ja gut. Müssen die dann alle drei gleichzeitig aktiviert werden? Ja, aber das geht doch gar nicht. Das geht halt wirklich nicht. Oder? Warte mal kurz. Ja, aber dann ist der... oder spielt der keine Rolle mehr? Eigentlich hat der doch nur das... Moment, ich glaube, der spielt gar keine Rolle mehr. Halt. Der hat ja nur das Tor geöffnet. Ah, nee, halt. Falsch. Hier, der Bruder. Ja, okay. Gut! Haben wir das? Oder? Ja, aber es hat doch düdel. Okay. Keine Ahnung, was das so lange gedauert hat. Jetzt habe ich aber gerade richtig Angst gekriegt. Wenn das falsch gewesen wäre, du, dann hätte ich keine Ahnung gehabt. Moment, wofür habe ich das alles überhaupt gemacht? Ach so, damit das Strom hier reinfließt. Aber zwei Kabel fehlen noch. Sebastian Wolf, danke für 5 Münzen. Grüße gehen raus an dich. Wo soll ich denn jetzt hin? Die anderen beiden Kabel führen hier zu dem Aufzug. Und da drüben passiert nichts, ne? Ach doch! Ach so! Ja, in Rasmus Töhle. Danke für die Mitgliedschaft. Ehrenmitgliedschaft sogar. Was? Warum kein Strom? Okay, das ist gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut! Olli. Ja, hallo. Sag was. Alles klar. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Aber ich fürchte, Catnap hat uns den Strom abgeschnitten. Hier auch? Alter. Wie soll ich denn dann Home Sweet Home finden? Wo ist denn das? School? Playhouse? Counselor's Office, Toy Store. Ah, da oben, ganz oben. Home Sweet Home. Da haben die Kinder gewohnt, oder was? Wie geht's dir? Noch ganz gut, aber ich denke, das wird sich in den nächsten 1, 2, 3 Stunden noch ändern. Er hat ja nicht gesagt, er hat mir einen Schlüssel gegeben. Ich seh keinen. Ach, da ist er. Okay. Christian Boss, danke fürs Verschenken einer Mitgliedschaft an Simple Yoshi. Also, hier war der Entrance, ne? Das heißt, Home Sweet Home ist da vorne.
Ja, es sieht schon so aus wie so ein Wohnhaus. Okay. Die Kinderstube. Ja, habe ich auch so verstanden. Also hier schlafen die. Da ist auch noch ein Schulranzen. Crazy. Oh, das sieht jetzt wieder so aus wie am Ende von Kapitel 1. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn das so ein Gruselhaus wird, dann wird's jetzt richtig unangenehm. Ich dachte, da darf ich nicht rein. In den Red Smoke. Okay, für ein paar Sekunden hält man den wohl aus, aber irgendwas war da oben bestimmt noch. Das kann ich mir aber natürlich jetzt nicht anschauen. Jo, wie viele Räume gibt es hier? Wo sind meine Hände überhaupt hin? Ich habe meine Hände nicht mehr und irgendwie kann ich auch nicht mehr so schnell laufen. Das ist zur Hölle. Happy and fun. Why was it done? Scheiße, es ist ein Gruselhaus. Jetzt wird's zu Resident Evil 9. Es fehlt nur noch, dass das Riesenbaby aus Resi Village kommt. As of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Was? Tragic news this morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, it's sickening. Das stimmt fast nicht. Ich glaube, wir leiden unter den Symptomen des Red Smoke. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch so einen Albtraum wie das Kind. Deswegen sind auch meine Hände nicht da. Oh, was läuft da wieder für ein Telefon? ETF. Hey, wo ist das? Ist ganz in der Nähe. Hallo? Was denkst du, was ich hier tue? Aber ich kann halt leider nicht mehr schnell laufen. Da war gerade irgendwas. Ich habe was gehört. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to this claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Elliot's name within its brand regardless. What is sure to be a long legal battle will follow. Shit, bro. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade eben von Catnaps Rauch beeinflusst werden. Es ändern sich ja sogar die Räume, ne? Das ist alles fake.
Ich höre schon wieder irgendjemanden hier. Ah, das ist alles nicht gut. Ich will hier raus! Da vorne! Da ist er! Ist natürlich dann sehr, sehr schlau, da jetzt hinzulaufen. Guilt haunts you. Ich hab doch gar nichts gemacht! Oder? Also wenn wir mal drüber nachdenken, vielleicht spielen wir ja auch den Bösen. Weil offensichtlich haben die ganzen Mitarbeiter ja mitgemacht. Vielleicht auch wir. Oh, ich höre Catnap, ich höre ihn ganz, ganz nah. Guilt haunts you. Hä? Komm da nicht rein. Ey, das wäre ja sowas von crazy. Wenn wir einfach böse sind. Aber ich hab... Also eigentlich glaube ich, dass wir das Unternehmen frühzeitig verlassen haben. Get up. Wir wollen halt unsere Arbeitskollegen retten, weil die bestimmt nicht alle schlecht waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wir wissen selber nicht, was hier abgegangen ist. Aber das wissen die Monster ja nicht. Für die sind wir alle gleich. Junge, wo soll man denn hier lang? Ich hab grad gar keinen Plan. Get up. Get up. Wo ist der richtige Weg? Es ist so dunkel. Und überall Kratzspuren von Catnap. Ich bin sicher, wir müssen in den Raum, den wir gesehen haben, aber von wo? Shit, was ist das? Das sind schreiende Kinder! Bin hier also doch richtig? Oh mein Gott, was ist denn hier bitte passiert? Happy and fun, why was it done? Was ist denn passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Ein Tape. Vielleicht kriegen wir Antworten. Jetzt bin ich gespannt. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls. Sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Was zum Teufel? Was?
Digga, what? Renn! Nee! Komm! Ich kann nicht rennen, ich bin so langsam! Was ist das? Ist das ein Bug? Ich kann nicht rennen! Er ist arschlangsam! Hä? Oh, das war fucking scripted. Okay. Aber jetzt sind wir wieder bei Sinnen. Das war der Albtraum. Die Frage ist halt, was davon war gerade real? Wenn überhaupt. Yo, das sah aber ultra krass aus. Wie der da einfach aus dem Fernseher kommt und leuchtet. Der war ja noch gruseliger als der erste. Shit. Also der erste Hagiwagi, meine ich. Ich glaube schon, dass da einige Dinge, die wir gesehen und gehört haben, real sind. Catnap lässt es uns wissen. Und das Ding ist, wenn er recht hat, dann habe ich ein Riesenproblem, weil es ist immer sehr, 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 sehr doof, wenn man sich mit seinem Feind eigentlich einig ist und man erkennt, dass man selber der Böse ist. Aber ich möchte daran glauben, dass wir nichts getan haben. Ich kann ja nichts für die Fehler meines Chefs oder meiner Kollegen. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer wir sind. Was ist das hier für ein Shit? Müll. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gruseliger, verrückter Moment. Ja, die sind irgendwie beide kaputt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie keinen Strom haben. Aber wir müssen gucken, dass wir den Strom wieder herstellen. Aber die Türen gehen ja nicht auf. Ach, da ist ein Loch! Und eine Gasmaske! Yo! Als ob. Sehr, sehr gut. Damit kann uns zumindest der Red Smoke nichts mehr. Was ist das hier? Toy Story Auto oder wie? Okay. Ja, moin. Danke an alle neuen Mitglieder und auch an die 5 Verschenkten. Freut mich riesig, danke dir. Hä, Moment. Ah. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, bis jetzt ist tatsächlich Kapitel 3 das gruseligste. Und auch das vielversprechendste. Bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber bis jetzt ist es echt sehr gut. Nur ein bisschen Angst, dass das jetzt vielleicht auch etwas unübersichtlich wird, weil man sieht halt nicht allzu viel mit der Oder kann ich sie abnehmen? Ach so. Ja, ich glaube, der Red Smoke war nur unten. Ja, okay. Da ist noch eine Tür. Eventuell müssen wir da durch. Oh, oder hier. Ich schaue aber trotzdem mal bei der Tür vorbei. Da sind auch wieder Kratzspuren. Oh, es geht auf. Es geht tatsächlich auf. Ah, nur eine Abkürzung. Okay. Wann spielst du Portal Revolution weiter? Das war nur ein Let's Show. Sprich, ein Stream und mehr ist nicht geplant. Wenn, dann auf Twitch. Aber die Rätsel, die es hier gibt, die haben ja auch richtige Portal-Vibes, finde ich. Was? Was war das? Das war nicht Catnap, oder? Das ist aufrecht gegangen, das Vieh. Help. Oh mein Gott.
Was ist hier bitte passiert? Das ist so belastend, dieses ganze Haus. Ich will hier weg. Brauchen aber noch eine Batterie. Oh, Junge, Junge. Doch, es war Catnip. Okay. Was macht sie hier? What? Vielleicht war das aber auch sie, weil wie gesagt, das Monster ist aufrecht gegangen. Was macht sie hier? Ich kann irgendwie nicht hier durch. Da ist eine unsichtbare Wand. Oh, sie schaut sich ein Bild an. Von einem Kind, nehme ich an. Wahrscheinlich war das ihre Freundin. Oh, könnte es sie sein hier? Jesus Christ. Also dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist wirklich ihre beste Freundin und sie trauert um sie. Oder, und das Gefühl habe ich auch schon länger, die Kinder stecken in den Monstern drin. Oder wahrscheinlich die ganzen Seelen der Kinder. Ja gut, aber dann würde sie nicht... Dann würde sie ja nicht um das einzelne Kind trauern, ne? Sondern eigentlich um mehrere. Oh, ist das alles weird. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Ich brauche ja offensichtlich noch eine Batterie, aber wo ist die? Ach, Moment. Waren wir hier schon? Nein, oder? Why have you returned? Ja, sorry. Ich wusste ja nicht, was hier abgeht. Ich dachte, meine Kollegen brauchen Hilfe, ja? Aber ich wusste nicht, dass das alles Arschlöcher sind. Ich distanziere mich davon. Ey, da wurden sogar die Allerkleinsten beherbergt und... Und wahrscheinlich unschönen Dingen unterzogen. What the hell? Why have you returned? Ja, ich wusste nicht, worauf ich mich hier einlasse. Oh, aber da ist die Batterie. Wir haben sie. Ich will gehen. Das mit den Seelen der Kinder erinnert mich an FNAF. Ach so, ist das die FNAF-Lore? Das wusste ich gar nicht. Ja, aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist das Quatsch. Weil dann würde sie nicht auf ein einzelnes Bild gucken. Also entweder sie ist es explizit. Ich habe mich gerade festgebackt. Das darf nicht wahr sein. Oh, okay. Sie steckt in diesem Monster. Oder das Monster war mit ihr befreundet und trauert um sie. Ich weiß es nicht. Bestärkt mich aber nochmal darin, zu glauben, dass Missy nicht böse ist. Aber müsste sie dann nicht eigentlich einen Hass auf mich haben? Tape verpasst? Nein, was? Wo? Hier war ich noch nicht. Hier will ich auch nicht sein. Ich muss dir leider sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich hier reingekommen bin. Deswegen werde ich den Weg zurück auch nicht finden. Nee, kein Plan. Wenn wir das leider nicht sehen. Tut mir leid. Also ihr hättet aber da auch spammen müssen, damit ich das dann sofort sehe. Jetzt 10 Minuten später ist schwierig. Aber kommt man nicht sowieso nochmal zurück in diesen Raum?
Da waren doch... Also wir müssen doch an sich zwei Stromkabel aktivieren. Also müssten wir doch so oder so in den Raum zurückkommen. Bei dem Rauch. Ja, also weiß ich nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Ich schau mal, aber... Ist halt jetzt ein bisschen spät, ne? Oh je, der Arme. Ich wollte eigentlich nicht darunter fallen. Wo bin ich denn jetzt, Alter? Ach so, oder war das legit? Jetzt bin ich wieder im Anfangsraum. Moment, wo ist hier das Tape? Ist es hier? Also die Tür geht auf jeden Fall nicht mehr auf. Ah, Moment, hier ist der Rauch. Wo ist... Tape. Nee, ich sehe gar nichts. Aber ich höre, glaube ich, was. Da ist was mit einer blauen Hand. Ich glaube, dass ich da noch nicht war. Ist es das? Dann ist das aber schon ein bisschen versteckt. Ja, okay, gefunden. Aber das ist ja wirklich super, super hart versteckt. Bra. Im Schrank, oder? Nee? Das ist das. Vielleicht erfährt man hier was ganz Krasses. Ah, da ist es! Let's go! Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Alter, was ein Stück Scheiße. Ja, also damit ist auf jeden Fall zu 100% confirmed, was man eh schon ahnen konnte. Die haben Experimente in den Kindern gemacht. Und das auf sowas von dreiste Art und Weise. Dieser Typ ist sick. Sehr, sehr sick. Ja, aber komm, das siehst du hier doch auch nicht, oder? Dieses Loch. Das war schon sehr gemein. Jetzt geht's im ersten Stock weiter. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Roast beef? Delicious. Grilled chicken? Down the hatch. Seared elephant? Yum! Nein. Slayed unicorn? Mmm! Still hungry. Hey, what do you say you and I be friends? Ich fürchte, das wird nichts. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Es wird immer gruseliger hier.
Ja, ich glaube, das war die einzige Tür, die offen ist. Ja, okay. Dann schauen wir uns da mal genauer um. Jetzt brauchen wir wieder unsere Elektrohand. Das mit dem Wechseln ist aber ganz cool. Und offensichtlich kriegen wir auch noch eine dritte Hand. Das boilert. Das hat. Ups. Okay. Es geht noch weiter. Ja, was? Warum hat das jetzt nicht jetzt? Ah, Moment. Aha. Ach nee, das hat gar kein Kabel. Das, oder geht's doch? Ah, doch, 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 doch. Okay, 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 okay. So viele Kleinkinder. Und du willst mir erzählen, dass sie an den ganzen Experimente gemacht haben? Shit, Mann. Gottlos. Wirklich. Schon wieder ein Tape. Och, komm. Ja, jetzt kann ich aber wirklich nicht zurück. Muss ich schauen, ob ich es nachholen kann. Geht nicht zurück. Oh boy. Hi. Du bist nur eine Statue, oder? Warte mal, bewegt er sich? Tatsächlich. Oh mein Gott. Der hat eine Batterie. Ha! Coming back was a mistake. Ja, das stimmt. Das ist absolut true. Ja, hier ist auch noch ein Vent. Warte mal. Wieso sind hier zwei? Was? Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang gehen soll. Komm, wir gehen durch den. Aber was wäre bei den anderen beiden gewesen? Boah, es ist complicated hier. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Aber sieht gut aus. Ja, schade, dass man die Abkürzungen nicht aufmachen kann. Wo genau war denn das Tape, ey? No way. Ja, ich habe jetzt überhaupt keinen Schimmer, wie ich in diesen Raum zurückkommen soll, wo ja ein Tape sein sollte. Also ich fürchte, diesmal ist es, glaube ich, wirklich weg. Friends forever. Seid ihr da mal nicht so sicher. Da ist auch wieder eine Treppe. Moment, dann müssen wir hier wahrscheinlich einfach nur so machen. Ja. Hä? Also komplizierter können sie das hier aber jetzt auch wirklich nicht mehr machen. Moment, ich bin wieder an dem Ort, wo ich vorhin war?
Bei dem Schwein-Lautsprecher war das Tape. Ja, okay, dann sollte ich da aber schon noch hinkommen können. Also jetzt nicht mittendrin in der Mission. Wir müssen ja so oder so am Ende nochmal in den Hauptraum. Dann, ja, dann kann ich es nachholen. Aber von hier komme ich nicht zurück. Ziemlich sicher. Wieso war da jetzt eine Treppe, die komplett unnötig war? Ich glaube, man kommt auch nur noch durch den Vent runter. Deswegen ist er da. Ja, das ist sowas von complicated hier. War der Weg jetzt falsch? Oh, what? Okay. Lass mal versuchen, da Strom hinzuleiten. Aber ist das nicht so weit weg? Es geht immer nur eins. Ole Jordan, danke für 5 Münzen. Freut mich, dass du nach der Arbeit mit den Streams abschalten kannst. Wobei ich mich auch frage, wie du das bei Poppy Playtime schaffst. Das ist so wieder so ein Rätsel wie das aus Chapter 2 mit dem Wagen. Moment, kann ich das hier vielleicht zwischenlagern? Oder hier konnte man sich doch auch nochmal Strom holen. Das ist eine kürzere Distanz. Aber da muss ich zweimal gehen, ne? Oh, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, komm, zieh durch. Komm! Boah, war das so intended? Dann finde ich das nämlich auch sehr, sehr kompliziert. Das war jetzt mehr Zufall, dass ich darauf gekommen bin. Day keeps the monsters away. 2 hugs a day is better in every way. Okay. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. Bitte nicht. Warum lachst du Drecksack? Hug a day keeps the monsters away. Okay, warte. Schauen wir mal, was uns das Auto gebracht hat. Hide. Die armen, armen Kinder, ne? Die waren so verzweifelt. Das ist so gottlos, was hier passiert ist. Die waren ja auch noch richtig jung, ne? Das heißt, du kannst die voll einfach manipulieren und so. Oh shit. Hast einen Mini-Jumpscare verpasst mit dieser Catnip-Plüschi? Oh, what? Okay. Alle waren Kinder, ja. Willst du dich hier zurechtfinden? Aber wir haben wieder eine Batterie. Jetzt nur noch den Weg zurückfinden. Oh, guck mal, wie viele von den ganzen kleinen Spielzeugen hier aufgestochen und gehängt wurden. Das Seltsame ist halt, dass da jedes Mal Blut dabei ist, ne?
Also wenn die Theorie richtig ist und die Kinder in den Monstern stecken... Also ich meine, die Monster, die fangen ja als ganz normale Spielzeuge an. Das heißt, das sind Babymonster und die haben die wahrscheinlich frühzeitig abgemurkst. Eieiei, Bruder. Was ist das für ein krankes Spiel? Muss ich den gleichen Scheißweg zurück? Ich sehe keine andere Option. Ach doch, hier. Ja, okay, ich hätte das Ding auch wieder abnehmen können. Ich glaube, ich bin wieder in dem Hauptraum. Oh, nee, Moment. Ja. Hier jetzt rechts oder so abbiegen, dann sind wir wieder bei den Batterien. Oder so. Aber es ist in der Nähe. Ja, da. Boah. Schwer, sich zu orientieren, sage ich dir ehrlich. Aber das wäre geschafft. Warte, was ist passiert? Ich dachte, die Tür geht auf. Achso. Alles klar, da sind wir jetzt wieder im Hauptraum. Ich versuche nochmal raufzugehen und das nächste Tape zu finden. Im selben Raum im Schrank. No way. Warum schreiben dann alle was wegen dem Bären? Ist auf jeden Fall hier, ja, aber warum schreiben alle was wegen dem Bären? Also wenn mir das jetzt noch irgendwie einen wichtigen Hinweis geben sollte, dann muss ich an der Stelle sagen, dass ich den jetzt nicht durchblicke. Apropos durchblicken. Die Tür ist jetzt offen, ne? Also wir haben es ja eigentlich geschafft jetzt, oder nicht? Ist offen. Gut. Boah. Also irgendwie cooler Bereich, irgendwie aber auch... Der nächste Big Brain Room. Okay, let's see. Was bitte ist das da? Drücke E, den Revolver zu benutzen. Was? Den Strommast richten und den Hebel ziehen. Oh, damit wir das ferngesteuert machen können. Ach so, Sam wurde für ein Experiment ausgewählt. Aber man kennt diesen Sam nicht, oder? Das war jetzt halt irgendeiner. Also irgendein armes Kind. Sollte halt nochmal verdeutlichen, dass die Leute halt rausgezogen haben. Ja, okay. Das wussten wir aber eigentlich auch schon vorher. Da fand ich das andere Tape wichtiger, was so secret war. Aber warum soll ich das so machen? Ich meine, das kann ich doch... Dafür brauche ich dieses Ding doch nicht. Ah, okay, da kommt noch eins. Ja, und dann müssen wahrscheinlich beide gleichzeitig von irgendeinem, ja, höheren Ort aktiviert werden. Also von hier, I guess. Mhm.
das dürfte so schon mal richtig sein. Revolver. Und du? Ah, du musst darüber. Was? Aber da ist doch jetzt... Da ist doch jetzt diese Mauer. Ich kann die zwar wegmachen, aber ich muss doch beide aktivieren, oder nicht? Oder reicht der eine? Dann wäre es aber zu einfach wiederum. Ja, ich brauche beide. Ach so! Hä? Das bleibt aber nicht. Also das könnte das Tor blockieren, aber... Ah, von hier dann wahrscheinlich. Moment. Aber ich brauche doch trotzdem den einen Arm. Ich bin im Weg. Also doch nicht von hier. Aber festhalten muss ich es auf jeden Fall. Yes! Boah, es war schon... Pff, jetzt wird's langsam wirklich für Harvard-Studenten, du. Bin ich jetzt raus? Jo. Hilfe. Elia, danke für eine Münze. Wie viel FPS hast du in dem Spiel? Ich habe 200. Frag Dreamgeist. Ich habe auf 60 limitiert. Wenn ich nebenbei streame, dann limitiere ich immer auf 60, weil mehr brauche ich nicht und ich will ja nicht Leistung verschenken. Deswegen, ich weiß es gar nicht. Ein Aufzug. So, ich hoffe, wir können gehen. Nicht, dass hier auch noch irgendwo ein Tape war. Du. Moment, noch nicht durch? Es geht noch weiter hier? Oder kann ich gehen? Weil ich will gehen. Ich will jetzt sofort gehen. Darf ich gehen? Die Rätsel sind nervig. Ja, manche. Also ich kann auch verstehen, dass man bei diesen Laser-Rätseln aussteigt. Das wird mir bestimmt auch noch passieren heute. Die sind schon sehr, sehr crazy teilweise. Das fand ich gerade auch sehr, sehr schwer. Das stimmt. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Das war jetzt Missy Kissy, ne? Oder Kissy Missy, scheißegal wie sie heißt. Ja. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Ja. In der Tat. Hey, you'll be okay. We'll be okay. Aber schön, dass sie wirklich gutartig ist. Das freut mich. Wann bringt YouTube endlich 120 FPS raus? Ah, braucht man nicht, finde ich. Braucht man nicht. Kann man mal machen, ja, aber ich würde jetzt keine hohe Prio dran setzen. Soll ich mitkommen? Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us.
They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Aha. Do the honors? Also sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter wurden von den Monstern gequält. Aber alles geht von dem Prototyp aus, der wiederum von den Menschen erschaffen wurde, die die Kinder gequält haben und experimentiert haben an denen. Keine Ahnung, also irgendwie kam es dann halt durch diese Experimente zu dem Prototyp und der Prototyp ist durchgedreht, war wahrscheinlich zu schlau, KI zu intelligent, er war zu stark und hat dann die Monster beauftragt, einfach alles niederzureißen. Okay. Was war das jetzt? Irgendwie so komisch geleckt. Ach so, das Licht ist wieder an. Ja, nice. The prototype knows we're coming by now. If you try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Well. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Okay, danke dir. Das waren doch jetzt schon mal ein paar nützliche Informationen. Catnap ist also der letzte Leibwächter vom Prototyp. Den müssen wir noch loswerden. Ollie, wie geht's weiter, Bro? Die Monster erschaffen. Ja, also es ist eigentlich relativ klar jetzt mittlerweile, finde ich. Wie gesagt, die Menschen haben die Kinder gequält und Experimente gemacht. Was genau ihr Ziel war, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist der... ist der Prototyp dabei rausgekommen. Der war viel zu intelligent, ist außer Kontrolle geraten, hat dann wahrscheinlich die bösen Mitarbeiter in die Monster verwandelt. Oder? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Kinder oder die Mitarbeiter in den Monstern stecken. Aber warum sollte er den Kindern was antun, wenn er quasi aus den Kindern entstanden ist? Das macht keinen Sinn. Also müsste er, wenn dann die bösen Mitarbeiter da reingestoppt haben und die dann beauftragt... Oder vielleicht sind... Ah, halt! Es sind doch Kinder, weil er die ja... Es sind ja seine Gefolgsleute. Ja, doch. Okay, also es sind Kinder in den Monstern. Und die wurden dann beauftragt, alle abzuschlachten. Ja, okay, so ist es. Da soll es rein? Okay. Wie lang ist das Kabel? Ja, echt so. Aber besser so, ne? Besser so. In die Schule sollen wir jetzt. Oh Gott. Weiß ich nicht. Das wird sicherlich auch sehr unangenehm.
Wo ist die Schule? Das ist die Schule. Was gibt's Chilligeres als einen Salat zu snacken mit zuckerfreien Red Bull und damit beim Geruseln zu gucken? Gönn dir etwas Okami! Mami war eine Angestellte. Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher. Also, es könnte schon sein, dass in den kleinen Spielzeugen die Kinder stecken und in den großen dann doch die Mitarbeiter. Weil er sie vielleicht so unter Kontrolle bringen wollte. Das sind ja seine Feinde, quasi. Aber warum dann die Kinder in die Spielzeuge verwandeln? Oder ist der so böse, dass er nicht mehr... Also so ein Gewissen hat, so von wegen, yo, ich muss jetzt für Recht und Ordnung sorgen. Okay, der bestraft quick. Einfach alle. Moment, aber hat er nicht gesagt, Catnap ist hier nicht? This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Halt, ist hier noch ein Tape? Oh, ist das jetzt eine Lehrerin? Bitte nicht, Alter. Überall steht Help. Und Joy. Passt irgendwie nicht zusammen. Schreib mal ganz kurz, ob ich weiter kann oder nicht. Oder. Es ist immer schlimmer. Alles, was mit Kindern zu tun hat, ist automatisch ganz schlimm. Nee, ich glaube, ich kann gehen. Brauchen wir den Strom. Da. Ja. Die Schule wird tausendmal schwerer. Was? Also ich fand das Haus jetzt schon echt nicht einfach und sehr unübersichtlich. Wenn das hier jetzt noch schlimmer wird, dann glaube ich, wird es langsam salzig. Aber komm, dann habe ich lang durchgehalten. Ich glaube, andere sind schon früher ausgerastet. Da war ein Zettel auf dem Klavier. Ach, jetzt kommen die Notizen. Das wurde ja vorhin geschrieben, dass man auch Notizen sammeln kann. Aha, okay. Werde ich mal versuchen, da drauf zu achten. Noch vor wenigen Wochen war jetzt die Stunde der Freude. Heute herrscht nur noch Stille in dieser Schule. Ich glaube, keiner von uns hier weiß, wie er damit umgehen soll. Die Flure ohne die Kinder tragen selbst die kleinsten Geräusche weiter, als wenn sie Schreie wären. Die anderen Lehrer und ich erschrecken uns ständig gegenseitig. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Irgendwas hat heute Morgen die Eingangstür abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, sie zu öffnen. WTF? Also diese Stunde der Freude wurde jetzt aber auch schon häufiger erwähnt. Hier steht es sogar nochmal. Was zur Hölle ist das? Nichts Gutes auf jeden Fall. Ja, es gibt auch hier wieder einige Gänge. Wir müssen einfach mal schauen, ne? Da kann man... Da ist ja wirklich eine Lehrerin. Ah. Warum hat mir niemand gesagt, dass wir zwei Feinde haben? In diesem Kapitel. Catnap hat sich bislang ja noch nicht wirklich gezeigt. Kann aber auch gerne so bleiben. Okay, wo muss der Shit hin? Ach, das geht ja doch auf! Habe ich da vorhin nicht dagegen geschlagen?
Mann. Ja, okay, wir brauchen noch eine zwei. Da ist sie. Und da ist ein Wind. Mhm. Die Lehrer sind Monster. Ja, das ist mir klar. Die wird wahrscheinlich hier auch das ein oder andere Mal hinter mir her sein. Damit habe ich schon. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Ja. Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Ja, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen und distanziere mich von allem, was hier geschehen ist. Ich habe damit nichts zu tun und ihr habt vollkommen recht. Meine Mitarbeiter sollten alle sterben. Alles gut. Ihr habt meinen vollsten Support. Ich bin nur hier, um euch meinen Respekt auszusprechen. Das ist alles ein Missverständnis hier. Warte, was soll ich damit jetzt machen? Hier irgendwo, hier, oder? Ah, schnell! Boah, letzte Sekunde. Tape Action! Wo ist es? Oh, oh, da ist die Lehrerin. Ich höre sie. Hast du mal Dark Deception gespielt? Könnte ein ganz witziger Stream sein. Ist leider in Deutschland größtenteils unbekannt. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe gerade nichts im Kopf dazu. Ich kann mal später danach schauen. Aber sag mir mal bitte erstmal, wo das Tape ist. Ich habe keine Ahnung, es ist verdammt dunkel hier. Kommt das noch? Weil dann gehe ich jetzt weiter. Aber ich habe halt gerade die Schritte von der Lehrerin gehört, deswegen... Zurück? Hier ist es jetzt vor allem überall dunkel. Sie hat den Strom abgeschaltet. Wie soll ich denn dann das Tape finden? Ach, da vorne. Ja, moin. Was ist das denn? Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh, can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. What? What? The hour of joy. Jetzt wird's gleich komplett eskalieren, glaube ich. Warum geht die Scheißtür nicht auf? Zwei Notizen verpasst? Das Loch in mir schreit nach Essen. Ich kann an nichts anderes denken, als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich stillstehe, vollständig stillstehe, alle denken, ich sei tot. Barb sagt, dass ich etwas essen muss und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden. Alles, um das Schreien zu beenden. Pff. Aber ich glaube, das mit dem Stillstehen, das ist ein interessanter Hinweis, den wir mal im Kopf behalten sollten.
hier brauchen wir wieder Strom. Okay. Kann ich den nicht von hier dann holen? Oder ist das zu weit? Ah, es geht nicht. Okay. Ja, dann müssen wir darauf erstmal, glaube ich. Eine Batterie, stimmt. Die brauchen wir auch noch. Die hat alle anderen aufgefressen. Ja, ja, sie hat Hunger. Aber uns kriegt sie nicht. Hoffentlich. Das ist schon crazy. Moment, wieso kann ich jetzt hier weiter? Soll ich? Not a good listener, are you? You're not like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Nein. Geh weg! Aber jetzt haben wir Strom. Nur ich habe das Gefühl, ich brauche erst die Batterie. Oder? Hä? Was ist das, Mann? Habe ich das nicht gerade weggemacht? Ach, jo, ich bin ja völlig blind. Hier geht's weiter. Aber mich ärgert's mit den zwei Notizen. Weiß man, wo die gewesen wären? Aber ich glaube, die wichtigsten Infos haben wir. Und man kann sich den Rest denken. Oh, shit. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it, and you risk losing your hearing. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Hello, students. Also die Organe finden in dem Spiel auch sehr, sehr häufig Erwähnung. Und wir erinnern uns an den Albtraum in dem Haus. Also, offenbar haben die scheinbar den Kindern die Organe rausgenommen, Digga. Ist das dein Scheißernst? Ist das dein Scheißernst? Und daraus haben die dann ihr Monster gemacht. Es tut mir so leid, ich musste essen, ich musste überleben, ich habe sie gegessen, ich musste es tun, ich musste, ich musste. Yo. Ich hoffe, sie ist jetzt satt und wir können einfach ganz gechillt hier wieder rausgehen. Aber irgendwie glaube ich nicht dran. Oh, fuck. Da ist die Batterie, die wir brauchen. Und da ist sie. Aber sie scheint sich wirklich nicht bewegen zu können, wenn wir sie anschauen. So wie es in den Notizen stand. Richtige Little Nightmares-Wipes gerade, Lul. Da gab es sowas Ähnliches nämlich auch. Und zwar ebenfalls mit einer Lehrerin. Poppy Playtime hat geklaut. Aber was soll ich jetzt eigentlich machen? Oh, 200 IQ. Jetzt kann sie nicht mehr durch. Haha, leck mich doch. Piss dich mal. Was soll denn die Scheiße? Die, da war eine Wand. Sie, lächerlich. Was ein Bug. Sie kann da gar nicht durch. Ey, so ein Schmutz. Das ist wahrscheinlich nur so programmiert, dass du stirbst, wenn du zu nah an ihr dran bist. Aber haben die Entwickler jetzt ernsthaft nicht dran gedacht, dass jemand auf die Idee kommt, die da einzusperren? Das ist ja lächerlich.
Wir sind zu schlau für dieses Spiel. Karma. Ja, das ist einfach ein Betrug und ein Bug. Punkt aus Ende. Absolut lächerlich. Oh shit, jetzt glaube ich, habe ich mich zu schnell bewegt, ne? Sie ist hinter mir. Ja, aber egal. Ich will auch keinen Bug ausnutzen. Außer ich bin hier gleich zu sehr pisst. Ach komm, nein. Ja, was jetzt? Ich glaube, wenn man zu nah an mir dran ist, stirbt man automatisch. Was macht die für Geräusche, Bruder? Und die hat da so eine richtige Stachelaxt. Also Staubwedel wäre mir lieber. Oder leerer... Wie nennt man das? Womit die auf die Tafel zeigen. Mann, wieso ist das denn immer leer? So schnell schafft man die Scheiße gar nicht dahin zu tragen. Ja, komm her. Muss die andere Tür, glaube ich, nehmen. Ah, nee, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen das einfach erst von hier aus. Ja, so soll es wahrscheinlich gemacht werden. Okay, let's go! Oh! WTF? Hä, was? Da, okay, lauf! Lauf! Oh! Komm, so groß war die Schule doch gar nicht. Wo ist der Ausgang? Bro. Warte, ich brauche dringend nochmal Strom. Oh! Oh! Wo ist die nächste Tür? Da! Aber das reicht niemals. Doch! Oh, lol! Ich glaube, wir haben hier einmal getrickst. Scheiß drauf. Lass mich durch! Lass mich durch! Wo ist der Ausgang? Warte, was? Zwei? Das darf jetzt nicht wahr sein. Chill. Oh, ich glaube, ich werde sterben, weil ich habe den Raum jetzt nicht im Kopf. Ist das krank. Hä, wieso hat sich das jetzt entladen? Ich habe extra nachgeladen. Oh, ich bin stuck. Ich habe wegen einem Frame, glaube ich, überlebt. Da ist extra so ein scheiß Tisch, der einem den Weg versperrt. Ich glaube, ich spinne. Nein, daneben. Fuck. Und du musst ja auch noch beide gleichzeitig gefühlt aktiv... Oder bleibt es gespeichert? Niemals. Aber man hat ein bisschen Zeit. Ich muss sie nur austricksen irgendwie. Scheiße! Kann ich sie hier hinten irgendwie locken? Ja doch, ich glaube schon. Komm her, du blöde Bitch. Warte, das ist hier eine Sackgasse, da kommt man nicht raus, oder was? Oh, lol, als ob. Komm her. Wo ist sie denn? Da. Okay, wir haben jetzt eine Chance, wir haben jetzt eine Chance. Aber es muss schnell gehen. Eigentlich muss ich sie auch wieder hier reinlocken, wenn wir ehrlich sind. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Du kannst beide nicht aktivieren. Ja, komm! Hey, was? Warum? Warum geht es nicht auf? Es war doch gerade die Animation, dass es aufgeht. Und die Kabel haben auch noch blau geleuchtet. Das muss schon wieder ein Bug gewesen sein. Okay, tief durchatmen. Wir versuchen es nochmal. Ach, warte, hier gibt es auch noch Strom. Es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten, den Scheiß zu lösen, glaube ich.
Okay! Mach zu! Was ist das denn jetzt hier? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie kann das jetzt immer noch nicht vorbei sein? Sie muss in die Ecke kommen. Nee, das ist zu krass. Also wirklich. Schlimmste Verfolgung von allen. Wo ist das Loch? Da. Ey, Junge. Wenn es hier keinen Checkpoint gibt, ne? Leck mich am Arsch, gib den Scheiß her! Warte, kann ich es jetzt nicht vielleicht sogar einschließen? Aber wo, ja. Muss dann halt gucken, dass ich nicht wieder zu nah an sie rangehe. Aber wenn das jetzt nicht nochmal rumbackt, dann müsste sie hier eingesperrt sein. Bitte, bitte, bitte! Nein! Das ist nicht euer Ernst! Wo ist die andere Batterie? Ach da. Aber was ist mit dem anderen Raum? Oh nein. Ich muss erst nach links, oder? Weil das ist der Exit. Und man braucht nochmal Strom. Ja, ich seh's. Ich seh's. Jetzt bin ich tot. Ich fürchte, jetzt bin ich tot. Was ist das? Ich weiß nicht genau, wo die Batterie ist. Das ist das Problem gerade. Okay, okay, okay! Ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht wieder in den Klassenraum locken soll. Was besser wird. Nee, das wäre nicht besser. Nee. Komm her, komm her. Stopp. Nee, nochmal, nochmal, nochmal. Stopp. Oh boy, ist das crazy, Digga. Puh, jetzt muss hier oben sein, oder? Aber wie soll ich das denn alles in der Zeit machen? Weil ich muss die beiden Batterien dann ja auch nochmal tauschen. Während der Strom oben wirkt. Das geht doch gar nicht. Wirklich unnormal. Oh, jetzt braucht sie aber ein bisschen, bis sie sich befreien kann, glaube ich. Von wo kommt sie? Ja, natürlich von da, klar. Oh, 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 oh! Ich habe getroffen! Ich habe einfach auch gut Glück geworfen! Lauf! Wo geht sie raus? Oh! Ich muss kurz Unterhose wechseln. Oh mein Gott. Also das war wirklich next level krank. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Es war so oft so knapp und auch eigentlich aussichtslos. Mal sehen, wie lange die neue Unterhose hält. Wow. Wenn das hier schon so unnormal war. Was bitte wird dann passieren, wenn Catnap sich noch einschaltet? Das ist zu viel. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? All three with me. One, two, three. Didn't get very far, did we? Again! One, two, three!
here. Nope. Still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon. One, two... No, no! Don't look at your feet! None of that matters! Again! Again! Jump! Jump! Eigentlich first try. Stimmt, ich wurde nur einmal durch den Bug gekillt und dann habe ich es ja sogar geschafft, ne? Das habe ich gerade gar nicht realisiert, weil es auch so ewig gedauert hat. Wow! Wir haben unsere dritte Hand! Als ob, ist das eine Gun? What? Warum kriege ich das jetzt erst? Dieser scheiß Lehrerin, die ich da direkt einen in Dötz reinhauen können. Achso. Ey, jetzt wird's aber wild, oder? Wenn ich jetzt hier rumballern kann. Oh, wir sind in dieser Höhle, wo wir vorhin mit der Gondel durchgefahren sind. Ah, shit. Wenn ich das hier schon sehe, ne? Und ein Tape. Da. Als ob die Lehrerin First Try war. Insane. Reaching? Nothing, nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Hello, my name ich glaube, das sind Drecksäcke. Fünf Schuss, ja, ich sehe es. You're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Ridge I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Ridge. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graft. An honest, hard-working man. You prove me right. I say your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Rich war auch in Chapter 2. Ja, ich erinnere mich an seine Stimme. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob die wirklich böse sind. Weil der eine war ja auch offensichtlich nicht so... konform damit, dass er mit den Kindern nicht reden darf. Helfen wir mal auf die Sprünge. Die wissen von nichts, oder? Du hast jetzt erst 30%. Hä? Never, oder? Ich bin ja schon 2 Stunden hier drin. Bei der Lehrerin gab es keinen Checkpoint. Ich hab's schon fast geahnt, aber das finde ich nicht gut. Also das war wirklich sehr, 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 sehr schwer. Wir hätten auch verkacken können. Und zumindest bei dem Raum mit den... wo man die Batterien immer umschichten muss, hätte man einen Checkpoint machen können. Also das, wenn es wirklich gar keinen gibt, finde ich zu krass. Also da kommt dann bestimmt auch bei nicht wenigen enormer Frust auf. Kann man das aufmachen? Nee. Aber...
Moment mal, warum habe ich die Gun bekommen, wenn ich jetzt sie gar nicht brauche? Nee, stimmt nicht. 60%. 45. Ja, sicher. Es sind wieder alle sehr, sehr einig. Okay, dann schauen wir mal. Ich denke schon auch eher 50, 60. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich bin einfach in den Boden geglitscht. What the hell? Alles klar. Warum habe ich jetzt null Munition? Ach, das sind so Leuchtraketen. Das heißt, ich kann damit auch Licht machen, oder was? Und das lädt sich wieder auf. Okay. Good to know. Was war gerade mit dem Boden los, bitteschön? Bruh. Brauchst die Gun gleich? Ja. Hoffe doch. Also irgendwie war der Moment, wo ich die bekommen habe, sehr, sehr random. Was muss ich denn hier machen? Ach, oh! Sag das doch gleich. Mhm. Nein, das ist auf Zeit. Oh. Na gut. Solange ich nicht wieder in den Boden glitsche. Nö. Na come on! Ach, leck mich am Arsch. Kann ich direkt aufgeben. Muss den Livestream morgen nachholen. Gar kein Thema. Dann gute Nacht, GG Green. Ey, ist das ein Abfuck hier? Komm, komm. Ja, wie weit denn noch? Oh, dass ich darüber soll, das soll ich riechen. Aber gut, Glück gehabt. Und jetzt kommt das hier. Aber, man muss sagen, bei den Rätseln bislang immer gut abgeliefert. Speedrunner haben das Game in 3 Minuten durchgespielt. Ja, aber und nicht ohne irgendeinen Giga-Glitch. Soll ich da jetzt runterspringen? Okay, war mir nicht sicher. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, was hier verlangt ist. Aber ich denke mal, das Ding da sollte zu dem anderen. Und du richtest dich natürlich auf die Hand. Ich kann da rauf, aber ich glaube, ich aktiviere erstmal den Hebel. Achte auf deine Umgebung. Ja, ja, ja. Ich glaube, also wir müssen das auf jeden Fall darüber leiten. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, nein. Schon wieder so Dinger. Wenn ich jetzt runterfalle und verrecke, dann ist wahrscheinlich alles für die Katz. Warte mal, wieso hat das jetzt aufgehört zu wirken? Ach, ist egal. Wir können es von der anderen Seite eigentlich auch aktivieren, ne? Dann lass erstmal alles einstellen. Das finde ich aber auch ganz gut, dass da immer ein Laser mit dabei ist. Damit ich immer genau weiß, wo das dann halt weitergehen würde. Das trifft dann hier diesen Schalter. Und das muss dann da rein, oder was? Ach so, und dann funktioniert der Auto, der Aufzug. Muss mal kurz schauen. Was passiert, wenn ich das jetzt aktiviere?
Da ist ein Fehler? Was? Nee. Echt jetzt? Muss es wahrscheinlich von oben umleiten. Ja, ich dachte, das hätte ich getan, aber... Ach nein, ich hab's falsch rumgedreht. Idiotensohn. Aber ich glaube, ansonsten stimmt alles. Und ich sag extra noch, gut, dass es diese Laser gibt, die einem das anzeigen. Idiot! So dumm. Was ist mit dem hier? Ach, der stimmt auch noch nicht. Okay. Aber jetzt. Ja, ja, ich glaube, jetzt sind wir schon fertig. Dann war es eigentlich nicht schwer. Nee, geht voll klar. Geht voll klar. Böse Musik. Willst du Lehrer werden? Oh! Ist das Huggy Wuggy oder ist das Catnip? Nee, es ist glaube ich Catnip, weil man sieht den Schwanz hier. Ja, Moment, aber ist das dann hier der Prototyp? Weil es hieß doch, Catnip betet den an. Hä? Yo, jetzt ist er auch noch weg. Das verstehe ich nicht. Deswegen die böse Musik. Was ist das da? Das kann doch nicht der Prototyp sein. Das sind auch ganz viele Spielzeuge, ne? What the fuck? Creepy. Ja, übelst. Ist das Kissy? Nee, nee. Alle sagen, es ist Catnip. Er betet. Genau, genau. Es hieß ja, dass er den Prototyp anbetet. Das ist sein Altar. Ach so. Ach, der hat ihn nachgebaut, oder was? Junge, ist der ein Freak. Aber warte, das bedeutet gleichzeitig auch, dass er selber nicht weiß, wo der ist. Das ist seine Interpretation vom Prototyp. Er hat einfach eine eigene Religion draus gemacht. Was ist bei dem falsch? Bereite die Pistole vor. Ah, stimmt! Warum habe ich nicht geschossen? Aber es ging nicht, ne? Da war ein Zaun davor. Und danach war er weg. T41, danke für 16 Monate. Was ist das denn? Oh! Oh, geh weg! Wow! Was sollte das denn werden? Moment, ist hier ein Tape? Ja. Wo? Ich bin nicht sicher, ob der zurückkommt. Gekillt habe ich ihn jedenfalls nicht. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? I love you to the moon and back. I'm crazy about you. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich damit Licht machen kann. I'm lost without you. Wo ist das Tape, guys? I've been lost a long time. Please take me with you this time. You won't leave me, will you? Will ich einfach nur raus. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Geh weiter. Vorne in einem Zelt. Okay, danke. Oh, was war das für ein komischer Hund? Oh, das ist ein Spielplatz hier. Sicher, dass das Tape noch kommt? Ah, da ist ein Zelt. Geh weg. Sehe aber nichts.
Verpiss dich! Da kommen immer neue. Ach, ich muss das anzünden, oder? Nein? Da war ein Schrein. Ja, hier war noch ein Raum, das habe ich nicht vergessen. Aber man kommt da nicht rein. Jetzt check ich gar nichts mehr. Ach, da... Ah! Da ist noch ein Zelt. Ja, moin. Okay. Oh mein Gott, nein. Das ist Catnap. Experiment Nummer 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Ach du Scheiße. Aber ist das jetzt ein Mitarbeiter, der da verwandelt wurde? Schon, oder? Und Bruder, wie knapp war bitte dieses Drecks wieder an mir dran gerade? Aber hier muss man wirklich aufpassen, die kommen immer wieder. Aber die 5 Schuss sind eigentlich relativ viel und die reloaden sich auch sehr schnell. Das heißt, wir müssen gar nicht so sparsam sein, finde ich. Aber ich wünschte, ich könnte die killen. Sind die hier drin auch vor? Ja. Was haben die sich bitte alles für einen Scheiß einfallen lassen? Oh! Was soll das? Ja komm, also wenn die jetzt von überall auftauchen können, dann wird das hier wirklich ein Spießrutenlauf. Wer ist Theo? Ja, das weiß ich eben nicht, aber ich schätze mal, dass das tatsächlich ein Mitarbeiter ist, der da zu einem, der zu Catnap wurde halt. Boah. Ja, das wird auf jeden Fall hardcore. Du bist nie sicher. Es kommen noch viel mehr. Warte mal, habt ihr das Lachen gehört? Die hören sich an wie Kinder. Die hören sich an wie Kinder. Oh mein Gott. Help. Oh shit, what's going on here? Ja, übertreib halt noch mehr. Ey! Ich kann mich hier nicht umschauen, es ist zu wild. Lass mich da durch! War da was Wichtiges? Ich hoffe nicht. WTF. Gibt's hier auch keine Checkpoints? Dann wird's gleich richtig salzig. Hä, ist das falsch? Warum? Warum? Kann nicht sein. Oh nein. Und man muss sie offensichtlich auch treffen. Also nur das Licht verscheucht sie nicht. Ja, wenn das falsch war, wo muss ich ihn dann dann? Hier? Ach, ja. Oh Gott. Theo ist eins der Kinder, die dort lebten. Echt? Also kein Mitarbeiter? Exit. Das hört sich doch gut an. Im Moment, bin ich nicht von hier vorhin gekommen? Das ist dann der falsche Weg. Verdammt!
Also doch hier, wo die ganzen Hunde waren? Nee. Scheiße. Es muss da noch einen Weg geben. Theo war ein Waisenkind. Ich habe irgendwas hier übersehen. Du kannst da stehen. Und dann? Es gibt Checkpoints. Das ist schon mal gut. Alter. Ach so, ich kann hier allgemein stehen, meintest du. So. Muss hier nicht crouchen. Okay. Ich finde den verdammten Weg nicht. Oh. Bitte, erlöse mich. Erlöse mich. Das muss aufhören. Ja, Checkpoint. Stimmt, man sieht's ja sogar. Ah, ist aber noch nicht vorbei. Was ist das? Oh! Warte mal, was? Oh, ich muss Schalter aktivieren. Runter mit dir, runter mit dir. Nein! Oh, ich hätte es von hier oben machen sollen. Ich hätte es von hier oben machen sollen. Scheiße! Komm her, komm. Komm! Rip, ich glaube, ich hab's versaut. Ich glaube, ich hab's versaut. Jo, wie das sogar rübergesprungen kommt. Ich krieg das Ding da nicht mehr hoch. Ich glaube, ich muss mich killen lassen. Aber wie dumm ist denn das dann gemacht, Alter? Komm, ey! Ist anscheinend deren Ernst, ja? Einzige, was ich noch probieren kann, ist... hier runter? Piss dich, du Spaß. Nee. Sehr, sehr gut durchdacht von den Entwicklern, Kappa. Ja, komm, dann bring mich um. Bring mich um. Ja, was ein Müll. Aber gut, 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 gut. Wir wissen schon mal, was wir machen müssen. Immerhin, immerhin, ja. Beide Hände. Oh, das wäre interessant gewesen, ob das vielleicht gegangen wäre. Aber egal. Ist egal. Ich glaube, ich werde hier eh noch häufiger sterben. Warte mal, musste man nicht... Wie bin ich denn da vorhin lang gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr tolle Stelle in dem Spiel. Hä? Was ist das denn für ein Weg? Ah, okay. Hier musst du lang, wenn du alles aktiviert hast. Das war close. Nein, Moment. Das ist... Oh nein, das ist auch gespeichert geblieben mit dem blöden Knopf. Really? Oh, was? Ich muss sogar zur anderen Hand wechseln. Ja, das geht doch dann gar nicht. Freunde, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem. Oh! 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 Lass mich gehen! Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Wo ist der Ausgang? Wieso bin ich hier stuck? Wo ist der... Da.
Das ist ja sowas von übertrieben. Das geht gar nicht. Piss dich doch, du Arschloch. Falsch. Der ist ja noch übelst am Rumbaggen. Perfekt. Auch falsch. Ja, ich habe Angst, dass der jetzt wieder zum Leben erweckt wird hier. Ich glaube, hier lang muss ich. Oh! Oh! Immerhin richtige Seite. Nochmal dasselbe Spiel. Okay, gut. Komm, bitte, 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 bitte. Aber von hier kann auch einer kommen, ne? Komm runter. Ah! Schieß! Ach du Kacke! Das ist runtergefallen. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Knarre, Knarre! Was ein Scheißdreck! Zwei Schuss nur noch. Aber ich muss immer einmal sicherheitshalber um die Ecke schießen. Alter, das ist geisteskrank. Also es wird wirklich immer, immer schlimmer und immer unfairer. Wenn jetzt nicht gleich das Finale kommt, dann breche ich auch zusammen. Ich hoffe, dass... Ich hab's befürchtet. Der andere ist auch runtergefallen. Ich hab's schon geahnt. Was ist das denn für ein Dreck? No way. Aber gut, die Hunde sind, glaube ich, gerade alle auf der anderen Seite. Das heißt, die spawnen nicht random, sie verfolgen mich. Das ist eigentlich gut. Ich glaube, ich muss jetzt hier durch, weil vorhin war ich bei der anderen Seite. Jetzt können sie mir nicht entgegenkommen. Oh, bitte, 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 gönn, 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 gönn. Lass mich raus hier! Da ist eine Tür, soll ich da hin? Ich glaube schon. Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen! Aber Checkpoint, ja! Oh Gott! Dein Ernst. Ich kann das alles nicht mehr. Ich sag's euch, ich kann das alles nicht mehr. Das Spiel ist zu krank. Oh? Schwimmbad? Wieder aus Huggy-Wuggys Saft, oder wie? Die Geräusche von den Viechern. Ja, ich habe versucht, nicht hinzuhören, aber das war wirklich... Das war... alles schlimm. Also da müssen auf jeden Fall Kinder drinstecken. In den Dingern. Ganz furchtbar. Was bitte ist denn jetzt hier los? Sieht aus wie ein Gefängnis und hier ist einfach alles zerkratzt und blutverschmiert. You're a Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird Catnap's home angel. They're home. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate, and in return, they are fed. We try to fight it, the prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this.
And this madness? The torments? Oh no! Oh no! Lead me! Please! Just go! Oh Gott. Alter, die Entwickler gehen zu weit. Was ist das? Oh, hier ist zu. Hier ist zu. Aber der ist nach unten gegangen. Das heißt, sind diese Bretter gerade aufgegangen oder was? Ach komm, Digga, so. Dann kann man das aber auch so bauen, dass das genau bei der Tür ist. Woher soll ich das wissen? Aber was? Der wird da einfach gefoltert. Das heißt aber auch, dass die Kinder sich einfach nur verteidigen wollen, ne? Die fühlen das jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenn sie es nicht machen, dann gibt es Strafe. Was ist denn jetzt los? Oder war das alles doch Skript? Hä? Wieso werde ich denn jetzt hier rausgelassen? Was ist denn das für ein Checkpoint? Muss ich mir das jetzt alles nochmal anhören? Ach komm! Ja, Digga, ich kann doch nicht riechen, dass da der Boden aufgeht. Und wie gesagt, wenn, dann sollte das doch bitte so bauen, dass man da automatisch runterfällt, wenn man bei der Tür steht. Ah, okay, immerhin. Ey, die Schreie von dem, ne? Geisteskrank, das Game. Es ist wirklich zu schlimm langsam. Ja, super. Und was jetzt? Ja, alles klar. Ah, komm! Ich hatte eigentlich gehofft, dass das nur ganz kurz ist wegen dem scheiß Checkpoint, aber offensichtlich nicht. Ja, die kommen auch noch vor! Nee, das gibt's doch nicht. Da ist eine. Nee, war richtig, oder? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Geschafft? Oh, er kommt. Oh, was ist das bringen? Was zur Hölle? Wie unfair ist das denn? Das? Ich bin sicher, 80% der Spieler schaffen das nicht, weil sie das nicht realisieren. Ich habe es auch erst eigentlich kurz vor Ende gesehen. Das ist genau das, was ich meine, mit von wegen die Entwickler geben einem mit Absicht zu wenig Zeit und machen diese ganzen Verfolgungsjagden mit Absicht unfair, damit Todesszenen entstehen. Aber das ist dann halt auch irgendwann wirklich too much und zu frustrierend. Ich hatte jetzt hier Luck. Aber das kann auch sehr, 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 sehr ins Auge gehen. Warum diese Sprungsequenz am Ende? Das war absolut nicht nötig, finde ich. Oh, ich kann nicht mehr. Mein Herz, es platzt. Vor allem, wie viele Gegner haben wir denn hier? Ich dachte, Catnap ist unser Enemy. Aber wir kämpfen gegen jeden, nur nicht gegen Catnap. Ja. Catnap made it for the prototype. See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god. Killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done.
Der spricht so, als wenn es für ihn unterhaltsam wäre. So wie für euch. Oh Gott, Alter. Aber jetzt scheint es dann, jetzt geht's rund. Jetzt kommt Catnap. Man hatte genug Zeit. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass er wirklich direkt hinter mir ist. Und so ein Wechsel, der dauert auch seine Zeit. Du musst es, guck mal, musst es erst realisieren und dann dauert der Wechsel auch nochmal. Ja gut, okay. Lassen wir das. Wir haben es ja geschafft, glücklicherweise. Aber mir ist sowas von eingeschränkt. Eigentlich muss ich schon wieder die Unterhose wechseln. Ich krieg keine Luft mehr. Wofür war der Schlüssel nochmal? Oh Gott. Ja, alles klar. Das war... Wir haben jetzt Tag übrigens. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Counselor war hier unten. Also dieser Tempel. Wie passend. Auf zum Finale. Ich glaube, jetzt haben wir 75% geschafft. Muss leider ins Bett. Gute Nacht, Thomas. Kannst du es gerne morgen zu Ende schauen. Es wird hart. Ja, ja. Es ist wirklich stetig schwieriger. Und dabei hat es nicht mal leicht angefangen. Your tools won't protect you. Bist du sicher? Aber ja, ich schätze, er hat recht. Hä, wo ist die Batterie? Ach, also doch da oben, weil ich habe da das grüne Licht gesehen. Ja, moin. Das Kabel. Oh, habe ich ein Kabel vergessen? Ja gut, machen wir dann einfach später, oder? Wo wäre das Kabel gewesen? Bei... Wo waren wir eigentlich gerade? Ich bin so durch, ich weiß gar nichts mehr. Ach nee, das nächste Tape. Oh nee. Emergency Alert System. Also ein Notruf. The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Open the doors now. The hour of joy has arrived. Ach, dann ist die hour of joy der Moment, wo die alle abgeschlachtet wurden. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Deswegen auch joy, weil die das natürlich genossen haben, die alle zu killen. Okay. Alter. Das Kabel bei der Schule. Okay, also das habe ich völlig verpeilt, aber das können wir nachher noch machen. Ich denke mal, das wird dann sowieso nötig sein, um das Finale zu erreichen. Sprich, hier muss ich dann auch noch ein Kabel hinziehen. Gut, gut, alles klar. Wir brauchen noch eine Batterie. Oder kann ich die gleiche nochmal verwenden? Aber dann geht die Tür zu, oder? Geht die zu? Moment. Ja, aber ist egal. Let's go. Aber kommt hier Catnap jetzt schon vor? Also dann ist das jetzt eher das Halbfinale, oder? Aber wir brauchen ja, wie gesagt, alle Kabel. Ach, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, ganz genau. Das ist die Hour of Joy. Crazy. Aber gibt es dann jetzt eigentlich noch offene Fragen? Irgendwie ist alles gelöst, oder? Ja gut, die Details zu dem Prototyp noch nicht. Aber sonst... Eigentlich?
Wissen wir alles. Turn and go home. Ja, was denkst du, was ich hier die ganze Zeit versuche? Oh, hier ist die Anführerin der Schule. Also die Schulleiterin. Der Raum der Schulleiterin. Hier wird was Wichtiges sein, mit Sicherheit. Was ist das für eine Musik? Hä, ist hier doch nichts? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wer ist das? Catnap. Und er hat sich ein Spielzeug geschnappt. Kann ich das Ding nicht holen? Ach, daneben! Ach, ich bin ja so doof. Ja, okay. Help. Run. Also irgendwie war hier alle gegen alle. An einem bestimmten Zeitpunkt. Haben wir aber bis jetzt alle Tapes gefunden? Ja, oder? Und wenn ich mir schon die Mühe mache, dann will ich hier jetzt keins mehr verpassen gegen Ende. Und dieses rote Licht ist so gruselig. Ja, aber wenn Catnap am Finale vorkommt, dann ist das ja doch das Finale. Vielleicht kommt der Rest der Kabel dann erst im nächsten Kapitel. Und was ist das jetzt hier? What? Wie random. Ich gehe Milch holen. Oh bitte, ich will auch Milch holen. Es kommt ein Stromrätsel. Die Lichter, die sind auch so geil, ne? Die Spiegelungen. Wir wissen noch nicht, wer Olli ist. Ach so, ja, stimmt. Ich hoffe, der ist gut, aber... Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Die können nicht beide gut sein, Poppy und Olli. Ich denke tatsächlich, Olli ist der Prototype. Ich werde jetzt einfach mal so einen Wild Guess raushauen. Ich denke, es ist der Prototype. Yo, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hilfe! Ich muss doch hier rauf. Aber wo ist denn überhaupt das Kabel, um den ganzen Shit zu starten? Das Rätsel ist blöd, glaub mir. Es gibt Secret-Räume. Achte auf die geheimen Räume. Ja. Wo denn? Was denn? Wie denn? Weiß ja nicht wo. Hier? Hier ist zumindest alles dunkel. Sind da geheime Räume? Kannst ja nicht sagen, du. Warum würde der Prototyp uns helfen wollen? Ich denke, der lockt uns einfach in eine Falle und spielt ein bisschen mit uns. Zurück die Treppe hoch. Ja, aber ich kann ja hier nicht springen, das ist ja deaktiviert. Du sollst hoch. Woher soll man denn den Weg riechen können? Also... In der Höhle gab es einen Gang. Real Talk? Okay, dann schaue ich gleich nochmal. Aber ich versuche erstmal den Schmutz hier zu lösen. Achso, okay. Ja gut, wenn man weiß, wie man da hochkommt, ist es nicht so schwer.
war doch jetzt gar nicht machbar. Was ist das? Wenn der Prototyp Olli wäre, würde er uns nur helfen, damit wir für ihn die Drecksarbeit machen und die Monster töten, die er dann als Teile nutzen kann, wie in Chapter 2 gesagt wurde. Ah, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, damn! Ja, gut, dass du es sagst. Das ist sehr schwer zu verstehen und natürlich auch noch schwerer, wenn man keine Untertitel in Kapitel 2 hat. Daumen hoch für die Entwickler, die keine geliefert haben. Aber Mami Long Legs sagt, während sie verreckt, sowas im Sinne von, du hast dafür gesorgt, dass ich jetzt ein Teil von ihm werde. Also während sie da aufgefressen wird von diesem, oder zerfleischt wird. Das heißt, es kann wirklich sein, und das würde meine Theorie sogar nochmal bestärken, dass Olli der Prototyp ist, der will die Monster alle in sich einverleiben, um noch stärker zu werden. Weil anscheinend alle, die wir killen, die schnappt er sich. Oder Catnap bringt sie ihm. Im Falle von Huggy-Wuggy wahrscheinlich. Das ist das dümmste Rätsel von allen bisher. Aber ich glaube, ich habe eine Theorie. Aber wie gesagt, man schafft diesen Sprung nicht. Man muss dafür sorgen, dass das wieder runter geht. Aber wie komme ich dann mit beidem rauf? Kannst du das ja auch von da aktivieren? Ah, ich glaube, ich hab's. Ja. Ja. Und dann, oder? Als ob. Ja, doch, geht. Also du musst quasi von unten beginnen. Aber, boah, ist das umständlich. Und du riechst ja nicht mal den Weg hier rauf. Also, fühle ich nicht. Nee, fühle ich nicht. Aber geschafft. Okay. So, zurück zur Höhle. Wo muss ich lang? Wenn dann Geheimgang ist, will ich den sehen. Moment, kann ich ihn überhaupt noch sehen oder ist er auf der anderen Seite? Ja, ich befürchte auf der anderen Seite. Also RIP. Oder kann man sich da auch nach oben ziehen? Irgendwo? Nee. Komm nicht mehr rüber. Die dümmsten Rätsel sind immer am Ende. Kommst nicht zurück. Ja, und das wäre auf der anderen Seite gewesen. Ah, ist das schon wieder unfair. Woher will man das wissen? Aber auch hier sehe ich eigentlich nichts. Könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, was da gewesen wäre. Hauptsache, wir kommen weiter! Checkpoint. Office. Sehr gut. Bitte. Lasst das enden. Da ist nichts. Das haben aber einige geschrieben. Naja, wie auch immer. Wenn da was ist, dann schreibt es in die Kommis nachher. Es gibt wieder ein Tape. Hier. Have a seat.
How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know, you're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says... testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graper, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. War das jetzt Theo, der dann zu Catnap wurde? Ja, aber ich... Moment, die Tür hat sich doch jetzt nicht geöffnet. Wie soll ich denn weiterkommen? Hä? Als ob... Gab's jetzt auch keinen Hinweis drauf, oder? Moin. Alter. Nein, das war jemand, den wir noch gar nicht kennen. Mami Longlegs sagte beim Kill, what are you doing, you make me part of him. Ja, genau. Jeremy ist Catnap. Okay, dann könnte das vielleicht Huggy Wuggy gewesen sein. Aber auf jeden Fall wurde der Junge verarbeitet. Aber wie stellen die das fest eigentlich? Müssen die besonders schlau sein oder so? Oder eine schöne junge Haut haben? Das ist auf jeden Fall alles komplett krank. Auch falsch. Theo ist Catnap, Jeremy's Huggy. Ah, okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Alles klar. Theo Catnap, Jeremy Huggy. Oder jemand anderes, weil ich glaube, das ist jetzt nicht 100% sicher, dass er Huggy ist. Wobei ich es auch glaube. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh. Oh Gott. Ja, moin. Head of Gas Production. Was geht hier ab? Keep locked. Nein. Okay, Strom.
Light of Playhouse. Oh, okay, okay, okay. Es gibt mehrere von den Dingern. Hier auch. Das ist zu. Ah, das geht auf, wenn wir die kurz geschlossen haben oder was auch immer wir tun müssen. Drei Kabel sind es scheinbar. Oder vier. Da kriegen wir die Batterie. Waren das alle? Doch, ich glaube schon. Ach nee, Moment, hier waren wir noch nicht. Lost. Eigentlich die Offens... Doch, war ich schon. Okay, dann legen wir los. Aber wo kommt der Strom? Von hier? Ja. Eins. Oh, du siehst hier nix, ey. Zwei. Und der nichts. Wo ist das letzte? Idiot. Aber man sieht da wirklich nichts. Keine Ahnung, ob das bei euch genauso ist, aber auf meinem Monitor ist es wirklich sehr, sehr dunkel. Okay. Kann ich abnehmen? Hätte ich das auch in dem Raum schon machen können? Oh nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Bis jetzt fast am Ende. Oh, yes, yes, yes. Aber erstmal wieder Big Brain Raum. Sieht sehr kompliziert aus. Hier ist vor allem schon was aktiviert. Wieso das? Okay. Irgendwas piepst da. Toll. Scam! Wer hat Bock auf Herzinfarkt? Ich glaube, ich hatte schon drei. Aber beim Finale wird es wahrscheinlich einen Herzinfarkt-Lachs geben. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt hier stuck bin. Nee, aber was sollte das bringen? Egal, wir müssen da rauf. Auf der anderen Seite. Mit unserer Sprunghand. Okay. Und da oben ist so ein Ding. Ja, ja. Ist sogar schon korrekt ausgerichtet. Alles klar. Dann würde ich doch mal vorschlagen, drehen wir den einmal. Na Moment, das reicht schon. Als ob. Ja. Cool. Das müsste eine Sprunghand sein. Yes. Oh, komm, was? In der Luft auch noch? Nee. Ah nee, Moment, Moment, Moment. Ich kann gegenlenken, glaube ich. Ja. Was ist das? Soll ich das nehmen? Ja, ist doch eine Batterie. Aber warum ist die in so einem Glaskasten? Was war bisher dein Lieblingsteil? Das Ding ist, ich finde bei Kapitel 3 bei jedem Abschnitt Dinge gut und Dinge schlecht. Also actually genau das, was ich im Vorfeld auch gehört habe. Gruseligstes Kapitel, die besten Parts, aber auch die nervigsten, frustrierenden Parts. Würde ich alles unterschreiben. Es stimmt alles davon.
Kriege ich das auf? Kann ich das da runter schubsen irgendwie? Oder aufschießen? Als ob. Ja, dann geht's ja nur, indem ich das mit mir zusammen runterziehe. Was ein Schwachsinn. Achso, man kann es nur verstellen, wenn das deaktiviert ist, oder? Okay. Die Kinder wurden in der Game Station von Chapter 2 getestet, um zu sehen, welche gut für die Experimente sind. Ah, ja. Ja, stimmt. Macht Sinn. Deswegen diese Spiele. Das waren halt, ja, kann man sagen, Intelligenz- und Konditionstests. Mhm. Ja. Genau. Diese Spiele, die auch wir gemacht haben. Habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, wie? Moment, es gibt noch eine zweite Batterie. Wo ist sie denn? Nochmal machen. Bisschen unnötig. Komm her. Also ich denke, dass es so geht. Vielleicht mache ich es auch gerade insane kompliziert, aber irgendwie komme ich jetzt nur auf diese Lösung hier. Wenn es eine klügere gibt, dann sagt es mir gerne. Einfach hier runter. So weird. Würde auch erklären, warum Poppy am Ende sagt, you are perfect. Ja, es kann gut sein. Also, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ist halt die Frage jetzt auch, ob Kapitel 3 das Ende ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es gab ja Gerüchte, dass Kapitel 4 in Entwicklung ist. Müssen wir mal schauen, was am Ende passiert gleich. Ist schon vor Dog Day geflüchtet. Ja, aber der ist doch jetzt nicht gestorben, oder? Man hat nur gesehen, wie die Tür zugegangen ist. Ich weiß nicht, ob der da in das Loch gefallen ist oder ob der überlebt hat. Aber wir haben auf jeden Fall nicht gesehen, dass er verreckt ist. Anders als bei allen anderen. Wieso geht das jetzt nicht auf? Ja gut, also hier musst du wirklich ein Harvard-Sprint sein. Noch komplizierter geht's echt nicht. Es gibt Chapter 4. Na, das wird aber auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis das rauskommt. Wir haben ja das Glück, dass wir alle Kapitel auf einmal spielen gerade. Normalerweise musste man immer so ein bis eineinhalb Jahre warten. Und da Kapitel 3 vor, ich glaube, 2 Wochen kam, wird das vierte ein bisschen dauern. Muss aber auch sagen, ich finde Kapitel 3 zu lang. Also wir sind jetzt schon 3 Stunden drin und ich bin eigentlich sogar recht gut durchgekommen, glaube ich. Also man kann dafür auch 4 oder sogar 5 Stunden brauchen. Das ist ein bisschen viel. Die hätten es, glaube ich, so machen sollen und sich erstmal auf Dog Day und die Lehrerin beschränken. Und Catnap dann in Kapitel 4 und in 5 das Finale. Das wäre irgendwie besser gewesen, glaube ich. Ach, darauf muss ich. Doctor ist schon tot. Ich wäre mir nicht so sicher. Also wenn ich nicht sehe, wie die zerquetscht oder zerfleischt werden, so wie bei allen anderen, schreibe ich den nicht ab. Ich glaube, der lebt noch. Oder ich halte es zumindest für möglich.
Doctay wurde von den kleinen Critters gefressen. Ne, die haben sich doch nur in ihn einverleibt. Ja, keine Ahnung. Ganz, ganz crazy auf jeden Fall. Es gibt Gerüchte, dass es bis Chapter 7 gehen soll. Boah, das wäre zu lang. Also 5 sollte echt das Ende sein, finde ich. The prototype has saved us all. Warum? Ah, Moment. Dann sind es... Moment. Ergibt dann aber wiederum keinen Sinn mit unserer Theorie. Weil wenn er sagt... Oder wenn hier steht... Der Prototyp hat die gesaved. Also das hat ja Catnip offenbar geschrieben. Und damit schließt das auch mit ein... Dass Mami Longlegs und Huggy Wuggy und Catnip und alle anderen Riesenmonster Mitarbeiter sind, oder nicht? Deswegen gesaved. Ich glaube, das ist so weird, ich check's nicht. Warum gesaved? Das würden doch keine Kinder schreiben, oder? Oh mein Gott, was zum Fick! Das war einer der schlimmsten Jumpscares of all time! Teilweise. Dann sind es doch Kinder oder was? Ja, aber warum dann gesaved? Ja gut, vielleicht gesaved im Sinne von, okay, wir sind jetzt Monster, wir können uns an denen rächen. Wir sind jetzt stärker. Okay, aus der Sicht würde es Sinn machen. Aber sie wollen es ja auch beenden. Ist alles so widersprüchlich. Hoffentlich gar nichts. Was will er denn jetzt? No, you don't. Ja, hast wahrscheinlich recht. Aha. The Hour of Joy. Oh shit. Ja, dass man sich bewegen kann, habe ich zu spät gesehen. Beziehungsweise man kann sich umgucken. Bewegen ging nicht, aber umgucken. Ey, du, kein Thema. Ich würde sagen, wir haben einen Deal. Lass mich einfach gehen und gut ist. Digga. Alles gut. Wir können Freunde sein. Shit. Was hat er bitte für eine crazy Stimme? Hätte man noch irgendwas Wichtiges gesehen, wenn man sich umgeschaut hätte?
War das Licht vorhin nicht an? Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Ja. Warte, ich höre es piepsen. Ah, da. Okay, also wir brauchen noch dieses Kabel und das von der Schule, ne? Was zur Hölle geht ab? Ja, das Spiel ist einfach nur noch krank. Ja, die Schule noch. Kein Thema. Es ist cool zu sehen, wie Catnap mit seiner Beute spielt, also dem Protagonisten. Nein, er soll mich in Ruhe lassen. Wo ist das Kabel? Ja, es geht nicht auf. Oder das ist falsch, weil ich höre es piepsen tatsächlich auch eher aus einer anderen Richtung. Hä? Wo ist das Kabel? Das ist ein Bug, oder? Kabel sind länger als an der Mathearbeit. Wo du mit Poppy geredet hast? Ja, aber hier ist doch die Schule. Warum denn jetzt Poppy? Vor allem, wo war das nochmal? War das hier? Nee. Hab 2 Euro donated. Ja, das Problem ist, ich kann es gerade alles nicht sehen. Ich versuche am Ende nochmal die Sachen nachzuholen. Weil das Dumme bei den PC-Spielen ist halt, wenn zu viel auf einmal reinkommt, und das ist ein paar Mal passiert, dann, also ich dachte, ich kann nach unten scrollen, aber es aktualisiert dann gerade bei mir nicht und ich muss dann nochmal rausgehen. Aber währenddessen hat man auch kein Bild und keinen Sound. Deswegen möchte ich einmal bis zum Ende warten gerade. Sorry. Ja, ich check gerade überhaupt nichts. Was? Wieso denn jetzt bei Poppy? Was ist das für ein Schmutz? Wo war das denn überhaupt? Aber es haben vorhin alle gesagt, Kabel bei Schule. War das hier? Ja. Aber warum sollte hier ein Kabel sein? Hey, hier ist sogar ein Checkpoint. Was? Hä, aber wie hätte man jetzt darauf kommen sollen? Das hat er doch gar nicht gesagt. Die Lehrerin hat den Generator zerstört. Aber das hat doch niemand gesagt, dass man jetzt dahin gehen soll. Woher wusstet ihr das alle? Na ja, gut, ich kann es auch überhört haben, aber... Naja, egal. Egal! Immer falsch rum, ne? Rechts wäre besser gewesen. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone, so we can get out of here. It's the door by the cable car you arrived on. Good luck. Ah ja, ich erinnere mich. Da waren wir ja ganz am Anfang. Find the flower. Das war der Hinweis? Ja, komm. Boah, das ist ja wirklich aus der Nase gezogen. Kommt doch kein Schwein drauf. Ich schwöre, jeder zweite ist hier stuck erstmal. Vor allem, ich dachte, das mit Find the Flower ist was viel Größeres. Vor allem, weil das wurde ja schon in Chapter 1 angepriesen. Aber gut, vielleicht kommt das nochmal in einer abgewandelten Form. Das hier? Ja. So, das dürfte dann jetzt das Finale sein. Aufgepasst. Ja,
wird aber sicherlich noch ein paar Tote geben. Jo, was? Ich kann meine Maske nicht aufsetzen. Er kommt! Junge, wie bitte, wie sieht der aus? Oh! Hey, wieso geht das nicht rein? Es ging nicht rein. Ich bin extra ganz nah hingegangen. Das Finale ist sehr schwer. Ich merk's. Du musst zum Aufzug? Was? Meine Aufgabe war doch gerade, diese scheiß Batterie da reinzutun. Und warum habe ich jetzt keinen neuen Checkpoint und muss das alles nochmal machen? Wie dumm ist das denn? Aber gut. Dann nehme ich den Aufzug und bin raus hier. Tschüss, Sikowski. Für dich gibt's nur noch billiges Fraß von Whiskers. Kapiert? Ja, es geht auf jeden Fall nicht. Okay, alles klar. Ah, jetzt sieht man aber immerhin auch, wie hier... Naja. Zum Kotzen, Alter. Jo. Was eine Fresse, der zieht, du. Die Maske hat er dir geklaut. Ach, deswegen konnte ich sie nicht aufsetzen. Na, perfekt. Aber Moment, dann ist das wieder alles ein Traum, oder? Dann ist das nicht real. Das sieht mir aus wie der finale Raum. Oh, ein Checkpoint. Danke. Oder kommt jetzt doch noch ein Rätsel? Ich muss aber auch sagen, dass mir Kapitel 3 zu viele Rätsel hat. Es bringt einen teilweise ein bisschen raus. Was wollen die jetzt schon wieder von mir? Catnap kommt. Sei vorbereitet. Du bist lustig. Denk mal, Olli schreibt hier mit uns. Wo soll ich denn die ganzen Batterien herbekommen? Ja, das ist die Boss-Stage. Tape? Wo? Hier? Weil ich habe jetzt hier schon einen Checkpoint. Ich komme eh nicht mehr raus. Ah, okay. Okay. Wo ist es? Da oben? Nee. Boah, ist ja ultra secret. Wo ist das Tape? Tape, wo bist du? Zeig dich! Komm her! Law code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you?
There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Er kann Stimmen imitieren. Er ist Olli. Safe. Okay, aber jetzt kommen wir erstmal zu Catnap. Wo sind die anderen Batterien? Da ist noch eine. Ja, aber ich brauche ja... fünf noch, oder? Was soll dieses Gas? Oh. Das war vorhin noch nicht da. Der Hill. Oh, da steht was Neues auf dem Monitor. Auf der linken und rechten Seite des Raumes, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, sollten sich kleine Nischen befinden, in denen Terminals zum Aufladen bereitstehen. Überzeug dich selbst. Was? Oh, da redet wer. Die Dinger? Habe ich das nicht vorhin aufgemacht? Da ist auch noch so ein Ding. Also wenn das jetzt wieder so ein Batterietauschding wird, dann kotz ich im Strahl. Weiß gar nicht, wo ich das Teil hin tun soll. Weil das ging ja da nicht rein, oder? Nee. Leuchtet ja auch nicht. Die anderen haben geleuchtet. Achso, dann muss die... Moment. Sind die vielleicht erstmal hier mit Strom versorgt werden? Ah ja, da hat sich was getan. Oder? In die Mitte. Ah, jetzt leuchtet das! Aber das hat vorher nicht geleuchtet. Wieso? Time remaining. Also kommt er jetzt? Oh ja, er ist da. Ach, mit dem Gas kann ich ihn vertreiben. Glaube ich. Und wo kommt er? Da ist er. Also nimmt den Weg hier. Hä, ist das richtig? Okay, diesmal also keine klassische Verfolgung, sondern... defensiver Bosskampf. Was ist das für ein Ton? Was ist? Hä, was? Ich hab doch keine Batterie mehr! Ich kann doch jetzt nicht einfach da... War das richtig? Ich meine, aber... Jetzt funktioniert doch das Gas nicht mehr. Oder doch? Was? Ey! Bist du bescheuert? Wie lange noch? 117, dein Ernst? Ah, ich glaube, ich darf nur die Batterien bei den Gasstations nicht rausnehmen, sonst bin ich erledigt. Boah, es ist aber kompliziert schon wieder. Junge, ich komme jetzt zu nichts hier. Vor allem sind das mehrere? Ich meine, ich höre aus allen Richtungen Stapfen. Ja, tatsächlich. Es gibt mehr als nur einen Catnap. Willst du mich verarschen? Und jetzt soll ich schon wieder Batterien tauschen, oder was? Ich kapier hier gar nichts.
Ja, aber da... Wo? Ach hier, okay, ich bin dumm. Okay, 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 okay! Runter! Hä? Ich bin völlig verwirrt. Wieso sind das so viele? Oh, ich glaube, der war gerade ganz nah. Oh, beendet doch den Shit hier. Und wofür ist eigentlich das in der Mitte? Das hier. Wofür ist das? Die anderen sind nicht echt. Okay, aber woher soll man jetzt wissen, welcher echt ist und welcher nicht? Das Ding ist, ich habe auch keinen Schimmer, warum ich jetzt gestorben bin. Ich habe doch gerade eben an der Stelle hinter mir noch Nebel aktiviert. Das hätte ihn doch vertreiben müssen, oder nicht? Und als ob ich jetzt hier alles nochmal machen muss. Aber scheinbar rastet jeder bei dem Finale aus. Weil das wusste ich ja schon vorher, dass das sehr gefürchtet ist. Da siehst du gar nichts durch. Das finde ich seltsam. Ich dachte eigentlich bei dem vorherigen Versuch, dass wir es jetzt haben, aber... Wenn nochmal so eine Situation kommt, dass ich an zwei Orten gleichzeitig sein muss, dann weiß ich halt nicht, wie ich das machen soll. Das ist der echte. Er kann halt wirklich überall sein. Hier, jetzt kommt er wieder von da. Ich muss eigentlich die Batterie holen, aber... Ich hoffe, dass ich dafür genug Zeit habe. Dass ich ihn erstmal vertreiben muss. Jetzt kommt er von oben wahrscheinlich. Wobei, das könnte ja auch ein Faker sein, ne? Sagt ja keiner, dass es der echte ist. Das war ein Faker, oder? Doch. Fake und das ist der echte hier. Komm, komm, komm. Komm, schnell. Aber wir sind ja noch nicht mal ansatzweise durch. Das ist das, was mir am meisten Angst macht. Was war das? Irgendwie kommt er gerade nicht von oben. Ist auch verwirrend. So, ich schaue jetzt erstmal, wo er ist. Kommt er irgendwo? Nein? Okay, dann nehme ich den Kack da raus. Drück's rein. Also es ist doch nicht gescriptet. Es ist sehr, sehr RNG. Du brauchst halt Glück. Ach, jetzt haben wir hier keinen Nebel mehr. Er hat also eine weitere Option bekommen. Das ist das, worum es dem Spiel hier geht. Okay. Okay, 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 okay. Verstehe. Wie lange noch? 72. Oh mein Gott. Noch eine Minute. Mehr als eine Minute. Du darfst ja nicht mal vergessen, wie du dann die anderen beiden aktivierst. Aber in dem Run haben wir gerade wirklich Luck. Naja, den Tag nicht vorm Abend loben. Boah, ich treffe die Schwänze auch einfach nicht mehr. Jetzt müsste er aber gleich irgendwo kommen. Nochmal? Oh Mann, ey, deine Mutter. Ach, die Zeit geht dann auch gar nicht weiter runter, wenn das nicht aktiviert ist. Ja gut, deswegen bist du noch gezwungen zu handeln, ne? Als ob er das Dach nicht ein einziges Mal aufmacht gerade. Wahrscheinlich haben die Entwickler gerade den Hate gehört und einen unsichtbaren Patch draufgeladen. Komm bitte, erlöse mich jetzt. Bitte. Also jetzt nicht nochmal sterben. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. 16 Sekunden noch, komm. Komm. Komm.
Bitte. Bitte, es muss vorbei sein. Oh, vergessen. Nicht vergessen, wir müssen noch einmal schießen anscheinend. Wenn es vorbei ist. Das auch noch? Oder was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Hä? Sag nicht, wir haben einen Bug. Sag nicht, wir haben einen Bug, weil er kam ja auch irgendwie von irgendwo. Ach so, schieß! Oh mein Gott! Der Prototyp! Der rettet ihn jetzt, oder was? Das hast du davon, dass du ihn die ganze Zeit angebetet hast, du dämlicher Trottel. Okay, also wir hatten hier wirklich unnormal Glück gerade in dem letzten Run. Aber ich hatte auch alles im Griff diesmal. Man muss es halt wirklich leider komplett verinnerlichen, wie es funktioniert. Der ist für hier. Der ist für hier. Der ist für da. Und der ist für da. Woher man das mit der Kanone wissen soll? Keine Ahnung. Aber gut. Darf ich jetzt bitte gehen? Ich will jetzt nicht sterben, ne? Ist das hier richtig? Nein. Hä? Wie geht's weiter? Er hat seine Hand geklaut. Nee, oder nicht? Oh doch, hat er schon! Oh! Ja, aber wir haben doch noch in Kapitel 2 ein paar Hände übrig. Alles gut. Fahrstuhl war richtig. Aber der, wieso ist er nicht gefahren? So. Wenn du das 4 Stunden hintereinander spielst, dann bist du auch komplett Matsch im Hirn. Aber es war, es tut mir leid, es war wirklich der schlechteste Boss, den ich je gesehen habe. Aber sonst eigentlich auch viel Positives in dem Kapitel erlebt. So, Olli, hau raus. Wie geht's weiter? Kann ich das jetzt einsetzen oder ist das Ding komplett irrelevant geworden, obwohl wir das die ganze Zeit gesucht haben? Also sorry, ich bin jetzt einfach broken. Ey, dieses Spiel, ne? Start.
Jetzt bin ich gespannt, was mit Olli passiert. Soll ich raus? Nee, geht gar nicht. Chapter 4 ist 24-Stunden-Stream. Warte mal, die Tür. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ihr habt ja gesagt, es gibt noch ein Tape. Das kommt am Ende. Das muss dann das sein. Good, you're here. Hoppy? You've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything bist du denn? Deserve to have the truth. The truth? Because of your co-workers. You want to know what happened. Ja. Why? Ja. This is your answer. Okay. We called it the hour of joy. Ja gut, aber das weiß ich doch schon, was da passiert ist. Oder? Alles auf Knopfdruck sozusagen. Die ganzen Lehrerinnen, glaube ich. Oh, wer ist das denn? Da ist der Prototyp drin, ne? I remember hearing every moment of it. It went on so long. So agonizingly long. They tried to hide. To run. Anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die. This for everything. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Okay. After you. Ground. We need to be cautious. There's something. What? What are you doing? This is
Was zum Teufel? Kann ich's denn machen? Nein, bei der Blume war Poppy am Ende von Kapitel 1. Boah, das wird ein schwieriges Fazit. Also, ich fand's auf jeden Fall zu lang. Das ist schon mal Punkt 1. Hätte man wirklich besser aufteilen sollen, finde ich. Catnap dann in... vor allem Catnap war auch eigentlich nur am Ende so richtig relevant. Und das halt auch in dem schlechtesten Bosskampf of all time. Die anderen Antagonisten waren da deutlich mehr präsent in den eigentlichen Kapiteln. Gruseligsten fand ich tatsächlich die Lehrerin und auch generell die Schule, aber auch den Anfang von dem Geisterhaus mit dem Albtraum. Das waren, finde ich, die besten Stellen in dem Spiel, auch wenn man bei der Schule natürlich auch richtig stuck sein kann, weil es ja offensichtlich keinen einzigen Checkpoint gibt. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte. Die hätten viel großzügiger mit den Zeiten bei den Flüchten sein sollen und mehr Checkpoints. Und vor allem nicht so dumme! Bei manchen wirst du ja übelst weit zurückgesetzt. Was soll das? Ansonsten großes Lob für die VHS-Kassetten. Die waren auch eigentlich fast alle super scary und haben sehr viel zur Atmosphäre beigetragen. Generell war die Atmosphäre im dritten Kapitel auch am besten. Der Schwierigkeitsgrad war am höchsten. Ja, also alles, was man von dem Kapitel hört, es stimmt einfach alles. Das Positive und das Negative. Deswegen würde ich einfach sagen, Kapitel 3 hat die höchsten Höhen von allen, aber auch die tiefsten Tiefen. Hast viele Jumpscares verpasst? Hä, wie geht das denn? Kissimissi ist tot. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, solange ich nicht sehe, wie die zerquetscht werden, auseinandergerissen werden oder so, schreibe ich sie noch nicht ab. Auch bei Dog Day. Ey, Alter, also, allein wie der da hing. Boah, das war schon echt too much. Sehr, sehr heftig, das alles. Gruseligstes, heftigstes, bestes und schlechtestes Kapitel. So, das ist das Fazit. Oh Mann, ey. Catnap hat dich die ganze Zeit gestalkt. Ja, aber war auch immer nur so für ein paar Sekunden im Hintergrund zu sehen. Guck dir, also Huggy Wuggy und vor allem Mami Long Legs waren viel präsenter in den Kapiteln. Das finde ich besser, weil du dann halt auch so einen richtigen Hass gegen deinen Gegner aufbaust. Aber Catnap wurde gefühlt am Ende einfach nur gedroppt, so. In so einem Trash-Bosskampf. Das war alles. Ich fand sowohl Dog Day als auch die Lehrerin sowohl besser als auch gruseliger als Catnap. Kissy muss nicht tot sein. Ja, denke ich auch nicht. Muss man mal schauen. Aber ja, es steht auch fest, definitiv kommt ein viertes Kapitel, weil damit wird es ja auf keinen Fall enden. Stärker als FNAF. Ich kann nur Security Breach beurteilen und das war Müll. Also ja, eindeutig besser. Doppelt so gut eigentlich. Jetzt erstmal wieder eine neue Unterhose anziehen. Ja, auf jeden Fall. Boah, war das anstrengend. Nachricht von dem Entwickler am Ende. Echt? Okay, schauen wir mal. Bruder, warum gibt's hier keine Musik? Hab mich locker sechsmal eingepisst. Ja, also es war auch wirklich gruselig. Ich fand die Hub World aber gut gelöst. Mit der Schule und dem Council und was weiß ich alles. Also das war ganz geil, dass du da wirklich so verschiedene Areas hattest, die alle mit dieser Hub-World verbunden waren. Hm.
Man kann die Story von Catnap sehen. Er war erstens ein Waisenkind und wurde mit ein paar anderen für das Experiment, das Gas war ursprünglich nicht rot gedacht, sollte nach Lavendel riechen. Okay, er gibt auf jeden Fall noch ein paar Secrets. Hagi ist am Leben. Gibt eigentlich gar keine Hinweise darauf. Aber wir werden sehen. Dreamguys, danke. Oh, warte, Hingabe an die Spieler. An diejenigen, die geduldig gewartet haben, vielen Dank, dass ihr... Das kannst du jetzt wahrscheinlich lesen. Das kannst du schnell nicht lesen. Also da muss man nochmal zurück, beziehungsweise spulen im Stream dann. Das kannst du... Ach, warte, kann ich ja machen, am Handy. 200er IQ! Warte, ich schau meinen eigenen Stream am Handy kurz. Um das nochmal vorzulesen. Was da stand. So. Ah, da steht. An diejenigen, die geduldig gewartet haben. Ich glaube, weil das Kapitel wurde mindestens einmal verschoben. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin unterstützt und uns bei diesem Franchise, das uns zu sehr am Herzen liegt, zur Seite steht. Wir sehen eure Videos. Ja, dann hoffentlich auch die Kritik, aber auch das Lob, Freunde. Weil ich finde, also ich muss sagen, sie haben zu viel gewollt in dem dritten Kapitel. So ein Step Back wäre ganz gut. Weniger Rätsel, viel weniger Frustmomente, mehr Zeit bei den Fluchtszenen. Das wären drei Punkte, die bitte, bitte, bitte bei Kapitel 4 berücksichtigt werden müssen. Eure Spekulationen, eure Gespräche und die Liebe, die ihr uns sendet, egal wo auf der Welt ihr herkommt. Ihr seid immer unsere Quelle von Stärke und Energie, die es uns ermöglichen, auch in schwierigsten Zeiten durchzuhalten. Poppy Playtime gehört euch genauso wie uns und das werden wir niemals vergessen. Wenn uns der Horror etwas lehrt, dann ist es, nach vorne zu schauen und nicht zurück. Und wenn wir nach vorne schauen, warten noch größere, mutigere und seltsamere Horror auf euch, die entdeckt werden wollen. Und wir haben bereits mit unserer Gestaltung begonnen. Also bleibt dran für mehr. Mit Liebe, Mob Entertainment. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als wollen die da nicht nur ein neues Kapitel machen, sondern auch neue Spiele. Also, ja, nicht alles fein bei Kapitel 3, aber es hatte auch die höchsten Highlights. Ein paar Sachen müssen sie beim nächsten Mal aber bitte wieder ändern. Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind. Und wenn Poppy Playtime Chapter 4 kommt, bin ich wieder mit am Start. Das wird wild. Eine wunderschöne gute Nacht. Träumt nicht von Catnap, sonst war's das mit euch. Ciao.